Hallo und herzlich willkommen zur Konferenz Lernen aus den Krisenlagen. Vorbereitet sein und effizient handeln. Erstmal ganz herzliches Willkommen an alle, die Sie zu uns gekommen sind hier ins Innenministerium in Berlin. Danke für Ihr Kommen. Und auch ein ganz herzliches Willkommen an alle, die sich online dazu geschaltet haben. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Carmen Henschel, ich darf Sie durch die Konferenz begleiten und ich darf Ihnen verraten, als ich die Anfrage zu dieser Konferenz erhielt und als ich erfahren habe, über was für Themen wir heute sprechen, war mein erster Gedanke: Mensch, das ist doch mal eine richtig gute Idee, dass diese Konferenz heute stattfindet. Warum? Weil wir heute nicht über eine, sondern direkt über drei Herausforderungen und Krisen hier sprechen. Corona-Krise, dann Cyberangriffe, insbesondere in Bezug auf die Verwaltung und Zivilschutz am Beispiel des Ukraine-Krieges. Und alle drei Krisen haben einen gemeinsamen Nenner. Sie sind nicht nur wichtig, sondern sie sind auch dringend. Dringend im Sinne von, hier müssen wir auch handeln. Und deswegen gehören gleich alle drei Krisen ganz oben auf die Agenda. Und deswegen, sehr geehrte Damen und Herren, bin ich sehr froh, dass wir heute alle zusammenkommen, dass wir nicht nur darüber sprechen, sondern auch über diese drei Krisen hier diskutieren und dass wir natürlich auch Lösungen finden. Und ganz herzliches Dankeschön an der Stelle auch an das BBK und an das BMI, die uns überhaupt für diese Veranstaltung zusammengeführt haben und uns alle eingeladen haben. Herzlichen Dank. Ja, die gute Nachricht ist, wir analysieren heute nicht nur, sondern wir schauen nach Lösungen. Was können wir eigentlich machen? Wie können wir uns verbessern? Und das Ganze aus dem Blickwinkel des strategischen Krisenmanagements. Wir schauen uns an, was hat denn schon gut funktioniert bei der Bewältigung der Krise? Was sollten wir auf jeden Fall beibehalten? Aber wir sind auch ehrlich, wir schauen uns auch auf der anderen Seite an, was hat denn eigentlich nicht so gut funktioniert? Wo sind Learnings? Und was können wir in Zukunft besser machen? Was können wir in Zukunft anders machen? Dafür kommen wir heute zusammen. Herzlichen Dank, dass Sie teilnehmen an dieser Veranstaltung. Und übrigens, das hier soll, diese ganze Bühne, um Gottes Willen keine Einbahnstraße sein, wo wir jetzt hier oben stehen und zu Ihnen nach unten sprechen, sondern, sehr geehrte Damen und Herren, auch natürlich die uns online zugeschaltet sind, wir laden Sie herzlich ein zum Mitdenken und zum Mitgestalten dieser Konferenz. Wie können wir das tun? Dafür haben wir ein Interaktionstool und da bitte ich Sie jetzt alle mal, Ihr Mobiltelefon hervorzuholen. Ich gebe Ihnen ein paar Sekündchen Zeit. Ja, auch Herr Wieler, vorbildlich. Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Und wir blenden Ihnen jetzt einen QR-Code ein oder wer lustig ist, kann auch gerne direkt eintippen, voxer.com/ch. Bitte geben Sie das jetzt in den Browser Ihres Mobiltelefons ein, denn das ist die Kommunikationszentrale des heutigen Tages, also elementar, wenn Sie an dieser Konferenz heute teilnehmen möchten. voxer.com/ch. CH steht jetzt nicht für das schöne Nachbarland mit den Bergen und den Kühen. Nein, das ist einfach ein Kürzel für meinen Nachnamen, Carmen Henschel. Und wer bereit ist, hält bitte schon mal sein Mobiltelefon nach oben. Damit wir mal sehen können, wer eigentlich schon startklar ist. Lass uns kurz um. Oh, das ist so ein bisschen wie bei der Papstwahl jetzt. Lauter leuchtende Telefone. Herzlichen Dank, Frau Staatssekretärin, ganz vorne am Start. Wunderbar. Wenn Sie startklar sind, möchten wir Ihnen jetzt gerne direkt die erste Umfrage mal aufs Telefon geben, um das einfach mal so auszuprobieren. Wie funktioniert denn das eigentlich, dieses Interaktionstool? Wir würden nämlich gerne mal von Ihnen wissen, sehr geehrte Damen und Herren, woran denken Sie, wenn Sie an das Wort Krise denken? Und auch natürlich online, die Sie dazugeschaltet sind, schnappen sich Ihr Mobiltelefon. Ihre Meinung ist uns wichtig. Darauf basiert diese ganze Veranstaltung. Woran denken Sie, wenn Sie das Wort Krise hören? Sie können auch gerne mehrere Begriffe hier eingeben, frei assoziieren. Es können Krisen sein, die Ihnen einfallen, aber auch Gedanken, Werte, was auch immer. So, wir geben Ihnen einen kleinen Moment Zeit dafür. So, und so langsam schließe ich die Umfrage. Und ich bin schon jetzt gespannt auf Ihre eingegangenen Antworten. Ich möchte jetzt erstmal die Bühne hier mit Leben füllen und bereichern. Und zwar freue ich mich sehr, für die Eröffnungsreden zwei Menschen nach oben zu bitten. Die Staatssekretärin im Bundesministerium des Innern und für Heimat, Frau Juliane Seifert. Frau Seifert, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
und vom BBK, der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Herr Ralf Tiesler. Herr Tiesler. Bevor ich das Wort jetzt direkt an Sie übergeben darf, an Sie beide noch eine kurze Einstiegsfrage. Ich habe ja schon gesagt, ich finde es richtig gut, dass die Konferenz heute stattfindet. Warum ist die Veranstaltung für Sie wichtig? Also ich kann definitiv sagen, dass wir diese Veranstaltung natürlich auch deswegen gemacht haben, weil wir lernen wollen. Wir wollen lernen, und das haben Sie in Ihrer Einleitung eben auch schon gesagt, aus den Krisen der vergangenen Jahre. Und wir wollen bewusst das noch einmal uns vergegenwärtigen und die Erkenntnisse, die wir sammeln, heute an diesem Tag natürlich auch dazu benutzen, unseren eigenen Erkenntnisgewinn in die Praxis dann umsetzen zu können. Also insofern ist das eine ganz wichtige Veranstaltung, weil wir hatten in den letzten 2 Jahren oftmals zwar Gelegenheiten, miteinander zu sprechen zu den einzelnen Lagen, die es gegeben hat, aber eine zusammenfassende Möglichkeit, Option hat es in dieser Form noch nicht gegeben. Herzlichen Dank. Dann, Frau Staatssekretärin Seifert, übergebe ich direkt das Wort an Sie. Ja, ganz herzlichen Dank. Herzlich willkommen von meiner Seite, auch im Namen von der Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die ganz herzlich grüßen lässt. Sie haben die Frage ja schon gestellt, warum führen wir diese Veranstaltung durch als BMI und BBK? Und ich glaube, ein Blick auf die Tagesordnung macht das in gewisser Weise schon deutlich, denn wir wissen alle, dass wir als Gesellschaft, dass wir als Staat gerade in den letzten Jahren in vielfacher Hinsicht gefordert wurden. Dass es aber nicht die eine ganz spezielle Krise oder Herausforderung gibt, auf die wir vorbereitet sein müssen, mit der wir umgehen müssen, sondern dass wir in ganz unterschiedlicher Hinsicht und mehrfacher Hinsicht gefordert wurden und noch gefordert sind. Und deswegen ist, glaube ich, wir sprachen gerade im Vorfeld hier über das Thema Resilienz, ist, glaube ich, auch ein richtiger Begriff. Es geht um das Thema Resilienz für unsere Gesellschaft, was ja einen sehr umfassenden und sehr breiten Ansatz auch mitbringt und was auch die vielfachen Herausforderungen in den Blick nimmt und die Gesellschaft als Ganzes stärken will. Wenn man auf die letzten Jahre zurückschaut, haben wir gesehen, es gab einerseits die Pandemie durch das Coronavirus. Diese war und ist teils auch immer noch eine Herausforderung für das Gesundheitssystem, aber sie ist natürlich eine wesentlich größere Herausforderung, natürlich auch für unsere, ja, ich sag mal, unsere kritische und soziale Infrastruktur, für unsere Verwaltung, unsere Gesellschaft als Ganzen, wenn beispielsweise eigentlich alle Beschäftigten oder sehr viele im Homeoffice arbeiten müssen, wenn keine persönlichen Treffen mehr möglich sind, wenn die Mobilität stark eingeschränkt ist und vieles andere mehr, um nur exemplarisch einige Punkte zu nennen. Stellt sich natürlich die Frage, wie können wir auf solche Situationen künftig besser vorbereitet sein. Wir haben zudem noch Krisen, die durch den Klimawandel bedingt sind. Das prominenteste, das wohl erschütterndste Beispiel ist die Flut aus dem Sommer 2021. Wir sehen aber auch zunehmend Waldbrände, wir sehen Dürren, wir sehen Starkregenereignisse, vieles andere mehr. Und das stellt natürlich auch neue Herausforderungen und Fragen, wie können wir uns gegen solche Naturgewalten besser schützen? Können wir diese auch verhindern? Wie können wir uns auf die speziellen Situationen vorbereiten? Wie können wir besser warnen? Wie können wir besser vorbereitet und richtig ausgestattet sein? Und wir haben in diesem Jahr auf die schlimmste Art und Weise gesehen, dass nicht nur der Bevölkerungsschutz vor neuen Herausforderungen steht, sondern eben auch der Zivilschutz. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat und bringt unendliches Leid über die Menschen, die dort wohnen. Und ich glaube, an dieser Stelle war auch so viele von Ihnen, die hier sitzen, daran beteiligt sind, die Ukraine ganz konkret zu unterstützen, sei es das BBK, sei es die Hilfsorganisation, sei es verschiedene Bundesbehörden, Sicherheitsbehörden, sei es die Bundeswehr, wirklich ganz konkret zu unterstützen. Auch in diesem Zusammenhang nochmal herzlichen Dank dafür. Aber der Krieg auf die Ukraine hat natürlich auch ganz konkrete Auswirkungen auf unser Land, auf Deutschland, nicht nur mit Blick auf die steigenden Energiepreise, die Energiepolitik, sondern sie tritt natürlich auch zu Recht eine Debatte los, wie wir im Kriegs- und Spannungsfall vorbereitet sind im Bereich des Zivilschutzes. Und er macht natürlich auch gerade in den letzten Monaten die Verwundbarkeit und die Bedeutung von unseren kritischen Infrastrukturen deutlich. Ich nenne nur Cyberangriffe auf die öffentliche Verwaltung und die Sabotageakte auf die Bahn und die Ostsee-Pipeline. Das sind alles ganz verschiedene Herausforderungen, die uns dazu eben bewogen haben, zu sagen, man muss insgesamt das Thema Krisenfestigkeit der Gesellschaft, Resilienz der Gesellschaft angehen und kann das eben nicht verengen auf einzelne Herausforderungen und Themen. Und ich möchte Ihnen zu den Sachen schon mal drei Antworten geben oder Überschriften geben, an denen wir
im BMI und gemeinsam mit dem BBK arbeiten. Das eine ist, dass wir zunehmend die kritischen Infrastrukturen auch als BMI und BBK mit in den Blick nehmen. Es ist klar, es sind die Betreiber, es sind die einzelnen Fachministerien dafür verantwortlich, aber wir haben eine koordinierende Rolle innerhalb der Bundesregierung. Und wir sind gerade dabei, ein Dachgesetz zu erarbeiten, das sogenannte Kritis-Dachgesetz für die kritischen Infrastrukturen, was erstmals alle physischen kritischen Infrastrukturen in den Blick nimmt, was zum ersten Mal definiert und damit auch normiert, was sind eigentlich kritische Infrastrukturen, was fällt darunter, was Mindeststandards für die Sicherheit festlegt, was Risikobewertungen vornehmen soll und was auch Meldungen erfassen soll, dass man eben auch sieht, wer ist betroffen und was heißt das für die Sektoren und wie kann man das weitergeben. Wir sind gerade dabei, die Eckpunkte zu finalisieren und wollen dann in der Folge in den nächsten Monaten gemeinsam mit den Ressorts, mit den Ländern, mit den Betreibern das Kritis-Dachgesetz erarbeiten. Und wir haben im Oktober den gemeinsamen Koordinierungsstab kritische Infrastruktur auf Staatssekretärsebene ins Leben gerufen, an dem alle Ressorts beteiligt sind, wo wir uns fachlich darüber austauschen, welche Herausforderungen es bei dem jeweiligen Ressort im Bereich der kritischen Infrastruktur gibt und wo wir uns beispielsweise auch bei der letzten Sitzung gemeinsam auf den Weg gemacht haben, Risikobewertungen vorzunehmen, wo es auch darum geht, auf Krisen vorbereitet zu sein, beziehungsweise im besten Fall Krisen zu verhindern, wo wir uns darauf verständigt haben, das jetzt schon zu machen, auch wenn wir gesetzlich noch nicht dazu verpflichtet sind, aber wir finden, dass man eine gute Sache auch machen kann, bevor das entsprechende Gesetz in Kraft tritt. Was für uns auch ein ganz wesentlicher Punkt ist, und da sind wir sehr dankbar, das BBK an unserer Seite zu haben, ist nämlich, dass wir der Überzeugung sind oder dass die verschiedenen Krisen auch zeigen, dass die verschiedenen föderalen Ebenen, Bund, Länder, Kommunen, besser und noch enger kooperieren müssen, dass Katastrophen natürlich nicht an föderalen Grenzen Halt machen, keine Flut, kein Waldbrand und so weiter, dass wir im Krisenfall auch bei länderübergreifenden, landkreisübergreifenden Krisen sofort einsatzfähig sein müssen. Auch das ist wichtig für die Resilienz. Und deswegen wurde im Juni beim BBK das GKOP eingerichtet, das gemeinsame Kompetenzzentrum von Bund und Ländern, an dem auch Kommunen und Hilfsorganisationen teilnehmen werden. Und was eben eine gemeinsame Kooperationsplattform ist, über die auch schnelle Reaktionsfähigkeit in Krisen gesichert sein soll, wo ein Ressourcenregister entwickelt werden soll mit einer Übersicht über die verschiedenen Spezialressourcen für den Zivil- und Katastrophenschutz. Und schon jetzt erstellt das GKOP ein wöchentliches gemeinsames Lagebild, auf dessen Grundlage gehandelt werden kann. Ich glaube, auch ein sehr gutes Beispiel für Bund-Länder-kommunale Zusammenarbeit findet übermorgen statt. Da ist nämlich der bundesweite Warntag, wo um 11 Uhr auf Radio und Fernsehen, den Cell-Broadcast-fähigen Handys, in den Zügen mit den Warn-Apps die Bevölkerung gewarnt wird. Und Herr Tiesler wird sicherlich noch mehr dazu sagen. Die große Neuerung oder das, was anders ist bei dem Warntag, ist, dass zum ersten Mal Cell-Broadcast eingesetzt wird, dass es zum ersten Mal getestet wird. Und was uns auch noch wichtig ist, in dem Zusammenhang zu betonen, weil es für uns natürlich eine sehr wichtige Technik ist, auch sehr wichtig ist, dass wir möglichst viele Bürgerinnen und Bürger erreichen und wir dort aber auch die Unterstützung von ihnen brauchen. Denn es ist nicht so, dass jedes Handy technisch schon in der Lage ist, Cell-Broadcast empfangen zu können. Gerade die Älteren können das eben noch nicht. Man kann auf der Seite vom BBK, ist das zusammengestellt, da kann man sehen, ist mein Handy, kann es das oder kann es das nicht? Und auch die Neueren brauchen gegebenenfalls Updates und gegebenenfalls die richtigen Einstellungen. Und das finden Sie dort alles, deswegen geben Sie das gerne auch weiter. Und man muss es natürlich noch als letzten Tipp dazu einschalten und darf es nicht im Flugmodus haben, sonst ist das auch schwierig mit dem Empfangen der Nachricht. Dass die Bund-Länder-Zusammenarbeit nicht nur, ich sag mal, theoretisch und am Schreibtisch stattfindet, das sieht man im nächsten September, wenn die nächste LÜKEX-Übung ansteht, wo es nämlich darum geht, einen Cyberangriff auf Regierungshandeln, das mal, ich sag mal, durchzuspielen, zu erproben, wie man dann untereinander reagiert, wie man sich da verhält, was natürlich auch wichtig ist für das strategische Krisenmanagement. Drittens, als dritter Punkt, möchte ich verweisen auf das Konzept Neustart für den Bevölkerungsschutz, das Nancy Faeser im Sommer vorgestellt hat, wo auch viele Dinge eingeflossen sind, die ich eben schon genannt habe. Es orientiert sich an vier Leitlinien, worauf es aus unserer Sicht beim Bevölkerungsschutz ankommt. Es kommt erstens darauf an, immer gut vorbereitet zu sein,
kommt zweitens darauf an, immer frühzeitig vor den Gefahren warnen zu können, drittens effizient zu handeln und viertens, und das ist auch Thema der heutigen Tagung, aus Krisen zu lernen. Wie gesagt, vieles von dem, was ich eben genannt habe, findet sich da drin wieder. Wir sind noch weiter dabei, die Strukturen, die Akteure auch auf Bundesebene zu stärken. Da ist zum einen das BBK, was gerade personell weiter aufwächst. Nach vielen Stellen in diesem Jahr wird es auch im nächsten Jahr 146 weitere Stellen bekommen. Es wird weitere Mittel geben für Sirenen, für Warnmittel, für Bevorratung, für Ausstattung, für das Labor 5000. Und zu nennen ist mir auch wichtig in dem Zusammenhang das THW, wo wir viele, viele Zehntausende Ehrenamtliche haben, die vor Ort in der ganzen Bundesrepublik, ich glaube mit über 600 Ortsvereinen im Einsatz sind und eben ganz schnell vor Ort auch bei Krisen ganz praktisch helfen können. Auch das THW wird mit vielen weiteren Stellen, gerade auch für die Regionalstellen unterstützt und vielen weiteren Mitteln. Vielleicht als Abschluss noch, was uns wichtig ist und ich glaube, was auch für die öffentliche Debatte, für den Umgang mit Krisen notwendig ist, dass natürlich der Staat die Verantwortung hat, vorbereitet zu sein, ausgestattet zu sein, reagieren zu können, die entsprechenden Behörden zu haben, mit den Hilfsorganisationen zu kooperieren. Aber, und ich glaube, das ist zwangsläufig in den letzten Jahrzehnten kein Thema mehr für die Bürgerinnen und Bürger gewesen und dass es auch darum geht, dass wir auch die Aufgabe haben, bei den Bürgerinnen und Bürgern zu sensibilisieren, dass es beispielsweise wichtig ist, das Thema Bevorratung sich mal auch damit zu beschäftigen, auch bei dem Thema Warnung jetzt am Warntag, dass es eben wichtig ist zu wissen, was tut man, wenn man eine Warnung erhält, dass es beispielsweise wichtig ist zu wissen, auch noch mit Bürgerinnen, Mitbürgern, Familienangehörigen, Nachbarn Bescheid zu sagen und dass es auch darum geht, wirklich die ganz konkrete Resilienz und Krisenfestigkeit in der Bevölkerung weiter zu fördern. Wir freuen uns, dass wir Sie alle an unserer Seite haben, dass wir Sie mit in den Austausch mit Ihnen heute hier kommen und für die weitere Zusammenarbeit möchte ich mich jetzt schon bedanken und wünsche erstmal einen erkenntnisreichen Nachmittag. Danke. Herzlichen Dank, Frau Seifert, Herr Thiesle, dann übergeben wir das Wort an Sie. Ja, vielen Dank. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu können. Ich finde es ganz großartig, dass so viele von Ihnen hier im BMI, aber auch vor allem auch digital unserer Einladung gefolgt sind. Ich freue mich auf viele fachliche Beiträge heute und vor allem auf eine rege Diskussion und vor allem auch Impulse aus dem Publikum, egal ob aus dem Off oder eben hier direkt aus dem Saal. Besonders bedanken darf ich mich gleich vorab bei unseren Vortragenden und Diskutierenden sowohl für ihre Bereitschaft, heute hier zu sein, aber vor allem auch für ihre Bemühungen in der Bewältigung der Krisen der letzten Jahre. Meine Damen und Herren, die Veranstaltung steht unter dem Titel Lernen aus den Krisenlagen, vorbereitet sein und effizient handeln. Das verstehe ich auch als Auftrag. Ein Auftrag an das BBK und an das BMI, etablierte Paradigmen und Systeme zu überdenken, aber vor allem auch neue Strategien und Prozesse für die Bewältigung von Krisen zu entwickeln. Ebenso als einen Auftrag an alle Ressorts und Länder, gemeinsam ein neues, integriertes Verständnis von Sicherheit zu entwickeln und umzusetzen und die Umsetzung zur Priorität zu machen. Und auch als einen Auftrag an die gesamte Gesellschaft zu lernen, dass es nicht immer irgendwie gut geht, sondern dass jeder Einzelne von uns etwas dazu beitragen kann, sich und andere zu schützen. Die Ereignisse der letzten Jahre, von der Corona-Pandemie über die schwere Hochwasserkatastrophe 2021, den Cyberangriffen auf unsere Verwaltung und unsere kritischen Infrastrukturen bis hin zu den Folgen des russischen Angriffskrieges haben gezeigt, wie verwundbar wir alle sind. Die Krisen haben auch gezeigt, dass ganz viele verschiedene Akteure von großen Hilfsorganisationen bis zu kleinen Nachbarschaftsinitiativen von Bund über die Länder bis in die Kommunen einen Beitrag dazu leisten müssen und wollen, Deutschland in Krisen und Katastrophen sicherer zu machen. Krisenmanagement muss bei allen, beim Bund,
den Ländern und den Kommunen nachhaltiger und umfassender aufgestellt werden, denn nur gemeinsam können wir gestärkt aus Krisen hervorgehen. Wir brauchen ein langfristiges Investitionsprogramm, das die Grundlage dafür bietet, Deutschland gegenüber den heutigen und morgigen Risiken und Gefahren sicher aufzustellen und resilient zu gestalten und damit mit dem richtigen Instrumentarium in die Zukunft zu schreiten. Mit dem schon von Frau Staatssekretärin Seifert angesprochenen Neustart im Bevölkerungsschutz, der zwar im BBK umgesetzt wird, aber für unsere gesamte Gesellschaft gelten muss, wollen wir uns zukünftig besser auf Krisenszenarien vorbereiten. Denn in einer Zeit voller Unsicherheiten ist nichts so sicher wie die nächste Krise. Hier möchte ich die Gelegenheit nutzen, einige strategische Lehren für die vier Handlungsfelder des Neustarts zu umreißen: vorbereitet sein, früh gewarnt, effizient handeln und gute Krisennachsorge. Punkt 1, erstens vorbereitet sein durch Übung und Risikoanalyse. Vorbereitet sein heißt, wissen, was kommen könnte und sich dann auch zu trauen, vorausschauend, basierend und auf dem, was bekannt ist, frühzeitig Anpassungen in die Wege zu leiten und Entscheidungen zu treffen. Auf den politischen Ebenen muss es alltäglich werden, das fachliche Know-how der Expertinnen und Experten, die Instrumente wie die Risikoanalysen und deren Ergebnisse sehr frühzeitig ernst zu nehmen und daraus vorsorgende Maßnahmen und Anpassungen zu beschließen. Dies bedeutet auch, die Schnittstellen zwischen Politik, Verwaltung, Gesellschaft und auch Wissenschaft neu zu definieren und kontinuierlich aktiv zu nutzen. Erkenntnisse aus Risikoanalysen, aus Übungen und aus Forschungsprojekten, zum Beispiel im Rahmen der zivilen Sicherheitsforschung, dürfen nicht mehr unberücksichtigt bleiben, sondern müssen in den politischen Diskurs und in den Entscheidungsfindungsprozess unmittelbar mit einfließen. Verantwortliche für das Krisenmanagement müssen sich vertikal und horizontal, Ressort- und Behördenübergreifend kennen und regelmäßig abstimmen. Krisenstäbe müssen ausgebildet, geschult, beübt und à jour sein, wenn sie in einer Lage Verantwortung übernehmen müssen. Deshalb freue ich mich auch, dass wir 2023 wieder die Länder- und ressortübergreifende Krisenmanagementübung, in Klammern LÜKEX, vorbereiten werden und durchführen werden. In der Übung wird die Aufrechterhaltung von Staats- und Regierungsfunktionen vor dem Hintergrund eines Cyberangriffs gemeinsam geübt. Bisher besteht ein hohes Interesse an der Übung. Trotzdem plädiere ich dafür, dass Aus- und Fortbildung sowie regelmäßige Übungen als Pflicht in den einschlägigen nationalen Gesetzen verankert werden, auch für politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger. Zudem müssen wir gemeinsam Wege finden, die Erkenntnisse aus Übungen einfacher und flächendeckender an die Politik, die Wissenschaft und in die Bevölkerung zu kommunizieren. Zweitens, früh gewarnt bedeutet eine Sicherheitspartnerschaft mit der Bevölkerung. Dies sei vorangestellt, das Bewusstsein für Krisen und Gefahren muss sich in der Gesellschaft verändern. Das zu erreichen liegt in der Verantwortung der Politik. Eine aufgeklärte und handlungsfähige Bevölkerung ist vor, während und auch nach Ereignissen und Lagen essentiell für ein erfolgreiches Krisenmanagement. Resilienz einer Gesellschaft bedeutet, dass die Menschen in der Lage sind, sich selbst zu helfen. Der Bevölkerung kommt damit eine aktive und sehr wichtige Rolle zu. Sie ist kein Statist. Wir wollen als Bund für das nationale Krisenmanagement zukünftig eine Sicherheitspartnerschaft mit den Bürgerinnen und Bürgern. Deshalb wollen wir gemeinsam mit den Ländern ab dem kommenden Jahr einen Bevölkerungsschutztag umsetzen. Drittens. Effizient handeln mit einer Zentralstelle und einem Krisenkoordinierungsstab im Krisenmanagement. Die Ministerin hat vor einigen Wochen bereits ihre Vorstellung für einen neuen Ansatz in der Krisenbewältigung skizziert. In ihrer Grundsatzrede zur nationalen Sicherheitsstrategie hat sie die Bedeutung der Stärkung des Krisenmanagements von Bund und Ländern hervorgehoben. Die Innenministerkonferenz hat hierzu verschiedene Arbeits- und Prüfaufträge erteilt. Das BBK, das neue gemeinsame Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz und weitere Fachbehörden von Bund und Länder arbeiten intensiv daran, die Zusammenarbeit im Krisenmanagement und im Bevölkerungsschutz im Rahmen der föderalen Strukturen noch resilienter zu machen und für zukünftige Krisen zu wappnen.
Eine der Ideen ist dabei, dass in bereichsübergreifenden Bedrohungslagen das Ressortprinzip durch einen ressortübergreifenden Krisenkoordinierungsstab ergänzt werden sollte. Dadurch könnten Kompetenzen schneller zusammengeführt werden und es gäbe eine jederzeit verfügbare Struktur, die von allen Ressorts genutzt werden könnte. Als die Fachbehörde für Krisenmanagement liegt es am BBK darauf hinzuweisen, dass die dafür benötigten fachlichen und personellen Grundlagen geschaffen werden müssen. Und zudem sollte das BBK die koordinierende Funktion des Krisenstabes besetzen und alle Mitglieder des Stabes an unserer Akademie ausbilden. Unser Fokus liegt dabei seither noch weiterhin auf der Befähigung anderer für ein erfolgreiches Krisenmanagement. Diese Aufgabe wird sich zukünftig auch strukturell im BBK widerspiegeln. Das Ziel ist deshalb, in den nächsten Monaten die personellen und finanziellen Ressourcen bereitzustellen, um das Grundgerüst des Krisenkoordinierungsstabes zu errichten, um in Krisen früh reagieren zu können und so besser auf die Krisen in Zukunft vorbereitet zu sein. Viertens, Krisennachsorge heißt, Krisen als Verpflichtung, würde ich mal formulieren, zu sehen, besser wieder aufzubauen. Ich weigere mich so ein bisschen, das immer von Chancen von Krisen zu sprechen, weil ich glaube, es ist eher der Gedanke der Verpflichtung, der dahinter steht. Die heutige Konferenz ist Baustein eines zentralen Aspekts des Neustarts, der Krisennachsorge. Denn wenn wir mit Krisen richtig umgehen, können wir diese nicht nur überstehen, sondern gestärkt aus ihnen hervorgehen. Zudem bildet diese Konferenz einen wichtigen Schritt zur Erreichung eines Teils der deutschen Strategie zur Stärkung der Resilienz gegenüber Katastrophen. Sie hatten die Resilienzstrategie eben schon erwähnt. Dies schafft zum ersten Mal einen gemeinsamen strategischen Rahmen für die Steigerung von Resilienz gegenüber Katastrophen. Dann wird unter anderem das Handlungsfeld, die Vorbereitung auf den Katastrophenfall verbessern und einen besseren Wiederaufbau ermöglichen, identifiziert. Für uns hier und heute ist aber insbesondere die Umsetzung der Maßnahme aus der Krise lernen in all ihren Facetten von Bedeutung. Und Experten, daher bin ich sehr glücklich darüber, dass wir solch hochrangige Expertinnen und Experten für diese Veranstaltung gewinnen konnten und erhoffe mir einen ehrlichen, kritischen und vor allem auch offenen Austausch. Es liegt, glaube ich, in der Natur der Sache einer Krise, dass der Fokus auf der Krisenbewältigung und dem akuten Umgang in der Lage liegt. Wir müssen besser darin werden, von Anfang an das Herauskommen aus der Krise und dem Krisenmodus mitzudenken und mitzuplanen. Krise ist auch immer eine Chance, besser Aufgabe oder Verpflichtung, denn sie bedeutet, dass wir mit unseren alltäglichen Strukturen und Prozessen nicht mehr weiterkommen. Sie schafft ein Verständnis dafür, was in Ausnahmesituationen nicht mehr funktional ist, und sie initiiert ein Momentum, um Reformen und Veränderungen umzusetzen. Unser Ziel muss sein, einen neuen, stabilen Zustand nach der Krise zu erreichen, der auf die geschehenen Veränderungen angepasst ist. Unser Ziel ist Resilienz. Meine Damen und Herren, zum Ende meiner Begrüßungsansprache möchte ich folgenden Punkt noch einmal betonen. Die nötigen Veränderungen im Krisenmanagement und die Anpassungen in der Gesellschaft sind gesamtstaatliche Aufgabe. Wir schaffen das nur gemeinsam. Wir haben jetzt die Chance, das Sicherheitsbewusstsein in der Gesellschaft zu verbessern, unsere Resilienz zu erhöhen, unsere Strukturen neu aufzustellen und stärker aus Krisen hervorzugehen. Nutzen wir diese Verpflichtung, nutzen wir dies als Chance. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Thiesler, und herzlichen Dank nochmal an Frau Staatssekretärin Seifert. Sie bleiben kurz auf der Bühne und sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten jetzt gerne das Ergebnis der Umfrage für Sie auflösen. Wir haben Sie gefragt, woran denken Sie, wenn Sie das Wort Krise hören? Schauen Sie mal hier, das sind Ihre Antworten. Herausforderung, Chance, hatten Sie ja schon gerade gesagt, die Krise als Chance auch, Bewältigung, Handeln und Arbeit, Krisenmanagement, also alles ins Tun kommen, aber auch Chaos. So einige kleine Begriffe auch, Cyberangriff, klar, wenn wir heute auch noch darauf zu sprechen kommen, wer will, kann auch gerne ein Foto machen von der Sammlung, Bevölkerungsgruppen, Blackout, also eine ganze Menge Krisen und eine ganze Menge Potenziale, diese zu bewältigen.
Herzlichen Dank für die rege Teilnahme. Das ist schon mal klasse, die Wortwolke, die wir zusammentragen konnten. Ich begrüße jetzt ganz herzlich die Gäste hier mit mir auf der Bühne vom Verteidigungsministerium, den Generalleutnant Befehlshaber des territorialen Führungskommandos der Bundeswehr. Zuvor von November 21 bis Mai 22 haben Sie den Corona-Krisenstab der Bundesregierung geleitet. Herzlich willkommen, Herr Generalleutnant Breuer. Vielen Dank. Und ja. Unser zweiter Gast war bis 2019 Präsident des THW, des Technischen Hilfswerks, seit 2018 ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender des Zukunftsforums Öffentliche Sicherheit e.V. Brückenschlag zum Thema Corona. Warum sind Sie heute bei uns? Sie haben zu Beginn die Einrichtung eines Corona-Krisenzentrums organisiert, und zwar direkt am Berliner Messegelände. Im Weiteren dann, ich glaube in den Jahren 2021, 2022, auch nochmal Einrichtung mehrerer Impfzentren in der Stadt verantwortet. Herzlich willkommen, Herr Albrecht Brömme. Hallo, guten Tag. Sie beide haben natürlich Erfahrung mit der Koordination von Corona-Maßnahmen. Jetzt interessiert mich erstmal ein bisschen Ihr persönlicher Background. Das Thema Corona ist neu erschienen. Es konnte keine perfekte Lösung geben, weil wir mussten ja erstmal herausfinden, was Wege sind, die wir hier gehen konnten. Deswegen vielleicht mal so Ihr persönlicher Background auf einer Skala von 1 bis 10. Wie herausfordernd, Herr Breuer, fangen wir vielleicht bei Ihnen an. Haben Sie denn Ihre Aufgabe empfunden? Nur mal so als schnellen Einstieg. Auf einer Skala von 1 bis 10. 1, nö, auch gar nicht. Und 10, doch ganz schön herausfordernd. Das kommt darauf an, in welcher Phase man sich befand dazu. Und wenn Sie in die Anfangsphase reingehen, viel Chaos, viel Durcheinander überhaupt zu sehen und sich ein Lagebild zu verschaffen, da würde ich schon sagen, war man bei einer 7 oder 8. Dann ging das zwischendurch auch durchaus mal an die 10 heran. Und dann nachher hat es sich etwas, wie wird man es wahrscheinlich neudeutsch sagen, eingegroovt, zumindest aus Sicht der Katastrophenschützer und derjenigen, die eine Krise bewältigen sollen. Und dann wurde es vielleicht eine solide 4 bis 5. Dankeschön. Herr Brömme, Ihre Einschätzung im Rahmen Ihrer Tätigkeiten. An 1 heißt gar nicht herausfordernd, 10 heißt total herausfordernd. Wo ordnen Sie sich ein? Ich würde mal sagen 11. Und manchmal 3 und manchmal minus 2. Ja, wie kommen wir auf die 11 und wie kommen wir auf die minus 2? Wann war dieser Punkt? Na, ich folge selten irgendwelchen Vorgaben oder Vorstellungen, sondern habe meine eigenen. Okay, gut. Soweit ein Blick in die Vergangenheit. Wir lassen das mal so stehen. Das wird noch ein spannendes Gespräch mit Ihnen. Ja. Es ist eine Lernkurve bei dem ganzen Thema. Und wir reisen jetzt von der Vergangenheit in die Zukunft, und die Zukunft haben wir gerade mit Ihnen betrachtet, sehr geehrte Damen und Herren. Wir wollten nämlich von Ihnen wissen, was glauben Sie, wie gut ist Deutschland auf die nächste Pandemie vorbereitet? Schauen Sie mal hier das Ergebnis auf einer Skala von 1 bis 10. Das ist Ihre Einschätzung. 1 überhaupt nicht, 10 gibt keiner, 9 kriegt auch nur einen Kleckerpunkt. Okay, ich möchte das gerne mal mit Ihnen zusammen auswerten. Herr Breuer, Herr Brömme, hätten Sie es so erwartet, das Ergebnis, oder anders? Auch da wieder die Frage, zu welchem Zeitpunkt schaut man da drauf? Wenn man jetzt draufblickt, eigentlich in einem vielleicht Abschwellen, aber gleichzeitig auch wieder einen Anstieg, man weiß nicht so genau, was passieren wird. Man hat viele von außen kommende Einflüsse mit darauf. Insofern hatte ich das Bild schon ungefähr so erwartet. Wir sind immer nur so gut auf eine Krise vorbereitet, wie wir die letzte bewältigt haben oder wie wir die Lehren aus der letzten herausgezogen haben. Das heißt, wir bereiten uns eigentlich immer auf die letzte Krise vor. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen und müssen den Blick nicht nur nach vorne nehmen, sondern müssen ihn weit nach vorne werfen. Wir können nie, Sie haben gerade Corona-Pandemie mit angesprochen, wir können eigentlich nie voraussagen, was kommt als nächstes. Und wenn wir das nicht können, müssen wir vielleicht sehr viel mehr auf Instrumente schauen und müssen uns schulen darin, Instrumente anzuwenden. Und wenn wir das können, dann ist es eigentlich auch egal, welche Krise kommt. Das ist, glaube ich, ja, eine Binse zu sagen, wir werden es niemals schaffen, dass wir Krisen ausschließen. Aber damit umzugehen und dafür Instrumente zu haben, halte ich für sehr wichtig. Herr Brömme, haben Sie das Bild noch im Kopf? Hatten wir
Also Krisen, also ich habe so ein Bild ungefähr erwartet, ja. Ja. Denn natürlich haben wir einiges gelernt und perfekt vorzubereitet sein ist wohl unmöglich, weil man auch nicht genau weiß, was als nächste Krise kommt. Aber wenn Sie sagen, nächste Pandemie, ich erinnere daran, wir haben die afrikanische Schweinepest, die macht uns immer mehr zu schaffen. Da muss man nochmal mit in einschlägigen Kreisen sprechen. Und bislang ist die Gott sei Dank immer nur von Schwein zu Schwein gehüpft und noch nicht zu anderen Lebewesen übergetreten. Wir haben die Geflügelpest, die sich von Westen wieder verbreitet. Also wir haben allein auf dem Sektor haben wir gerade drei Krisen. Die eine klingt ab, Corona, jetzt kommt die Grippewelle. Ich muss nur sagen, ich habe einen Beruf ergriffen im Krisenmanagement. Das ist das Einzige, was krisensicher ist. Wir haben nämlich immer Krisen, habe ich den Eindruck. Ich habe mir allerdings auch nicht vorgestellt, dass wir parallel mehrere Krisen von so einer langen Dauer haben. Das habe ich auch nicht erwartet. Und Krieg schon gar nicht. Sehr geehrte Damen und Herren, wir schalten Ihnen jetzt die Q&A-Funktion frei in Ihr Mobiltelefon. Immer schon in der Hand lassen, das brauchen wir heute noch öfter. Lassen Sie es dort, das heißt, Sie können Ihre Fragen hier direkt zu uns ins Gespräch senden. Wir sind natürlich sehr gespannt darauf, was möchten Sie mit uns diskutieren, welche Themen geben Sie uns ein. Wir lassen das jetzt einfach mal parallel laufen. Ich möchte vielleicht erstmal auf Basis des Grund und Bodens diskutieren, Herr Brümmer, auf dem wir gerade stehen, auf dem Berliner Boden, denn Sie waren ja hier vor Ort in Berlin aktiv. Aus Ihrer Sicht, wie gut war denn das Land Berlin auf die Bekämpfung der Pandemie vorbereitet? Sie haben es ja teilweise von Anfang an mitverfolgt und dann auch noch über die Längen und über die Dauer. Dass der Umstand, dass man in Berlin ein Corona-Behandlungszentrum für bis zu 1000 Corona-Erkrankte geplant hat, und ich durfte das ja umsetzen, zeigt, dass das Land Berlin versucht hat, vor die Lage zu kommen, als erkennbar war, die Lage könnte dramatisch werden. Und wir haben der Anlass war, dass wir die Bilder aus Italien und Spanien gesehen haben, später USA. Dann haben wir gesagt, diese Bilder wollen wir in Berlin nicht haben. Und dann war die Frage, geht das überhaupt? Und wenn ich Ansporne geben soll, dann muss ich sagen, das war schon ein heißer Ritt, dieses Corona-Behandlungszentrum zu planen. Ich hatte eine Woche Zeit für ein 50-Millionen-Projekt bis zur Bauplanung, 4 Wochen Zeit bis zum Bauen und 14 Tage bis zur letzten Betriebsgenehmigung. Das geht. Das sagen Leute in Berlin. Ja, das geht auch in Berlin, wenn alle auf Kurs sind. Und ich hatte dieses Projekt unter 2 Bedingungen gemacht. Ich sage, ich muss sagen, wie viel Geld wir etwa brauchen. Das Geld muss bereitgestellt werden. Und ich habe gesagt, ich möchte während der Laufzeit des Projekts keinerlei politische Einflussnahme. Und dieses ist auch so erfolgt. Wenn man den Kurswechsel macht bei so einer Sache, dann wird es nie was. Dann gilt das Motto, ohne Ziel stimmt jede Richtung. Herr Brümmer, schauen wir uns mal das Thema Ressourcenmanagement an. Gab es da irgendwie einen Moment im Laufe dieser Reise, weil Sie haben mal von der 11 gerade gesprochen, deswegen schließe ich jetzt daraus mit der Frage, wo Sie gesagt haben, jetzt weiß ich wirklich gerade nicht, was ich tun soll. Was für ein Moment war das? Wie ging es von da aus weiter und welche Lehren haben Sie für Ihre Arbeit oder auch für das Ressourcenmanagement So eine Krise kommt auch beim Land Berlin, auch bei den Bewohnern und bei den Beschäftigten immer nur sehr selektiv an. Ich hatte zum Beispiel vorgeschlagen, ich habe mit General Breuer darüber gesprochen, dass die Parkraumkontrolle der Parkraumbewirtschaft eingestellt wird, damit die Ordnungsämter die Gesundheitsämter unterstützen. Aussage war, das haben die nicht gelernt. Dann nächste Aussage, das gibt der Tarifvertrag nicht her. Und so findet man immer Gründe, dass die einen ganz treu und brav ihren Dienst weitergemacht haben und andere drehen am Rad. Wenn wir da die Bundeswehr nicht so massiv zur Unterstützung bekommen hätten, Kontaktnachverfolgung bei den Gesundheitsämtern oder auch Unterstützung beim Corona-Behandlungszentrum und dann später bei den Impfzentren, dann hätten wir vieles nicht hingekriegt. Da muss ich sagen, da muss die Verwaltung auch bereit zu sein, wie man das früher mal geplant hatte, in den Krisenmodus auch die Ressorts zu verschieben. Das heißt ja nicht, dass dann jeder Bauantrag liegen bleibt, aber man muss dann eben mal andere Schwerpunkte setzen und das erfolgt eher nicht. Okay, verstanden. Also es geht um, ich sag mal, darum, die Arbeit sinnvoll aufzuteilen, nicht so, wie es vielleicht noch im Maßnahmenplan aufgeteilt wäre. Es geht auch um Führungsstrukturen.
Herr Breuer, was für Nährboden haben Sie vorgefunden und was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie Herrn Brömme jetzt zuhören? Natürlich zwei verschiedene Aspekte wiederum. Ich durfte ja vorher das Kontingent für die Amtshilfe der Bundeswehr, also für die Krisenhilfe der Bundeswehr, dann auch leiten. Wir hatten bis zu 25.000 Soldaten, hätten wir in den Einsatz bringen können, weil wir ein Kontingent aufgestellt haben. Gleichzeitig waren es 19.000 Soldatinnen und Soldaten, die wirklich im Einsatz waren, genau in den Feldern von Gesundheitsamt über das Impfen bis hin zu Alten- und Pflegeheimen. Wir konnten das tun, weil wir sowieso im Homeoffice waren mit Soldaten, weil wir halt in die Dislozierung gegangen sind, um das Ansteckungsrisiko wie ja überall in der Gesellschaft zu vermindern. Das heißt, die Soldatinnen und Soldaten standen sowieso zur Verfügung, weil sie gerade nicht ausbilden konnten, weil sie nicht üben konnten und weil auch kein Krieg dazu oder dies erforderte, das jetzt zu forcieren. Das wäre heute anders und heute bin ich da sehr dicht bei Herrn Brömme. Man könnte nicht mehr so leichterdings und so schnell in diesen Zeiten, die wir jetzt haben, einen so großen Personalpool dann auch aktivieren. Ich glaube, das Besondere bei Soldaten ist dann, Soldaten können Krise. Wir sind darauf trainiert, mit Krisenszenarien umzugehen. Wir sind gemeinsam ausgebildet, haben eine gemeinsame Sprache und haben einheitliche Verfahren. Das heißt, wenn Sie aus unterschiedlichen Bereichen Soldatinnen und Soldaten zusammenbringen, wissen die eigentlich sofort, was zu tun ist. Das macht Führung leichter. Es hält Führung natürlich nach wie vor für notwendig, aber es macht Führung leichter. Und mit dem Prinzip Führen mit Auftrag bringt es auch es dazu, dass Sie der Einzelne, der in einem Altenheim eingesetzt ist oder in einem Impfzentrum, weiß genau, was er tun muss, weil er die rechte und linke Grenze kennt, weil man weiß, wo man hin will. Das ist wieder das Sandalenprinzip von Herrn Brömme. Wenn man das Ziel nicht hat, dann ist man zu allen Seiten offen. Wir haben dieses Ziel dort vorgegeben und deswegen konnten wir auch so handeln, wie wir gehandelt haben. Was glauben Sie denn, was für ein Learning können wir daraus ziehen für die Führungsstrukturen? Sie haben gesagt, Sie hat natürlich auch ein dankbares Arbeitsumfeld teilweise. Wenn Sie jetzt da rausschauen aus Ihrem eigenen direkten Bereich, darüber hinaus und natürlich auch an Sie, Herr Brömme, einen Wunsch haben Sie schon geöffnet, vielleicht ein bisschen, ich sag mal, offener denken oder kreativer oder wie auch immer wir das beschreiben wollen, sinnhafter. Was würden Sie sagen, Führungsstrukturen, was können wir da weiterentwickeln vom Gedanken das, her? Das ist vielleicht der zweite Aspekt, den ich dann mit erlebt habe. Das war nämlich die Leitung des Krisenstabes im Bundeskanzleramt, wo dann neue Führungsstrukturen, andere Führungsstrukturen hier mit hineingebracht worden sind. Und ich glaube, das auch mit einer großen Flexibilität und auch mit einer klaren Zielrichtung. Haben Sie ein Beispiel? Was hat gut funktioniert? Und was hat nicht gut funktioniert? Ich kann Ihnen das gleich mit reingeben. Also den Auftrag, den wir dort als Krisenstab nach Benennung bekommen haben, war auf der einen Seite, Sie hatten es vorhin erwähnt, Impfquote erhöhen bzw. die Impflogistik mit hinzustellen, die Testlogistik zu machen, zu kommunizieren. Es kamen dann kritische Infrastrukturen dazu, also sich oder die Koordinierung von kritischen Infrastrukturen auch während der Omikron-Welle mit hineinzubringen. Und der Bundeskanzler hat einen Punkt sehr deutlich in diesem ersten Auftrag formuliert, gleich vom ersten Tag an, nämlich gesagt, stellen Sie diesen Krisenstab und das Krisenmanagement so auf, dass es Nachhaltigkeit bringt, dass wir im nächsten Herbst nicht wieder so dastehen wie vorher. Und wir haben das so gemacht, dass wir sehr schnell eigentlich gesehen haben, dass sowohl zwischen den Ressorts, mit den Ressorts eine Koordinierung stattfinden muss und auf der anderen Seite auch zwischen Bund und Ländern. Und so haben wir eine Struktur mit hineingebracht, die auf der einen Seite einen Ressortkrisenstab gemacht hat, der immer früh in der Woche stattgefunden hat und dann später in der Woche den Bund-Länder-Krisenstab. Und dazwischen haben wir ein gemeinsames Lagebild erzeugt, was meiner Ansicht nach das A und O bei der Krisenbewältigung ist, dass man nämlich auf ein Blatt blickt, auf eine Karte blickt, auf die gleichen Informationen blickt, die man dann bewertet und mit hineinbringt. Damit haben wir Transparenz geschaffen. Und ich glaube, diese Transparenz war dann das, was man Anfang Dezember letzten Jahres auch genau in der Bevölkerung und vor allen Dingen zwischen Bund und Ländern dann brauchte. Vernetzung, ganz wichtig, über den Tellerrand denken. Noch was auf Ihrer Wunschliste, nur ganz kurz resümiert. Eine einheitliche Kommunikation und nicht, was sich permanent wiederholt vor einer Konferenz der Länder ankündigen, wir gehen mit einer Meinung raus, was noch nie stattgefunden hat.
Also man muss, man sollte dann die Ankündigung weglassen, wenn man das sowieso nicht schafft, weil man sagt, uns sind regionale Unterschiede wichtiger. Dann ist es, man kann nur einen Tod sterben. Und allein bei dieser Kommunikation werden immer wieder gravierende Fehler gemacht, aus meiner Sicht. Wir schauen uns die Fragen an, die reingekommen sind. Vielen Dank, dass Sie uns welche auf die Bühne schicken. Wie schätzen Sie das Krisenmanagement in Deutschland ein im Vergleich zu den Nachbarländern? Welche Lehren wurden aus dem Ausland übernommen? Ja, klar, wir haben das mitverfolgt, da tat sich einiges. Ich stelle die Frage mal offen an Sie beide, Herr Breuer. Naja, also es ist, wenn ich den Leiter des Corona-Krisenstabes mit hineinnehme, dann ist natürlich das eine Lehre, die man vielleicht auch aus Italien oder auch aus Portugal gezogen hat, weil auch dort sind zwei hochrangige Generale mit eingesetzt worden, um den Corona-Krisenstab zu leiten. Ich denke aber, es ist sehr, sehr schwierig und diese Erfahrungen haben wir auch immer gemacht. Ich habe natürlich über den Tellerrand geschaut, ich habe natürlich in die anderen Länder auch mit hineingeblickt. Es ist schwierig, weil jedes Land, jeder Staat eine andere Verfasstheit hat. Und was in Italien vielleicht gut funktioniert, weil zentralistisch ausgelegt, funktioniert bei uns nicht, weil föderal ausgelegt. Dieses Föderale, und ich bin ein großer Fan von Föderalismus, und habe das auch während der Corona-Pandemie eigentlich sehr zu schätzen gelernt. Wir reden zwar immer über den Flickenteppich, weil das so das ist, was wir immer vor Augen haben dabei, aber ich glaube, Resilienz kommt auch durch diese Regionalität gerade mit hinein. Was in Flensburg gut ist, muss in Bayern nicht gelten. Und ich möchte es an einem Beispiel machen. Ich glaube, ich habe in der Zeit in der Dienstaufsicht, aber auch im Kanzleramt rund 70 Impfzentren gesehen. Und in jedem Impfzentrum ist eigentlich die gleiche Aufgabe, möglichst die richtige Menge Impfstoff in möglichst viele Oberarme in möglichst kurzer Zeit zu bekommen. Aber jedes Impfzentrum war anders aufgebaut. Jedes sah anders aus. Das hat zum einen Regionalitätsgründe, zum anderen aber auch, weil überall das Rad neu erfunden worden ist. Und da komme ich zu meinem Punkt, Föderalismus ist gut, aber wir müssen nicht überall das Rad neu erfinden. Also irgendwo einen zentralen Punkt zu haben, wo wir Blaupausen sammeln und dann sagen so, und diese Blaupause, wenn du jetzt ein neues Impfzentrum aufbauen musst, kannst du darauf zugreifen, kannst das nehmen und suchst die Sachen raus, die man braucht. Das, glaube ich, ist etwas, was wir lernen konnten aus der Pandemie. Und das ist das, also ich würde es als Best Practice bezeichnen, was uns auch zukünftig über Krisenlagen hinwegbringen kann. Sie haben gesagt, zweifelsohne richtig, jedes Land ist anders aufgebaut. Gleichsam gibt es irgendetwas, nochmal nachgehakt an Sie beide, wo Sie sagen, das haben wir im europäischen Raum oder auch darüber hinaus gesehen, das hat gut funktioniert, das wäre noch auch eine Idee für uns hier. Warum haben wir das nicht gemacht? Gibt es da einen Punkt? Ich glaube, es gibt nur wenige Staaten, die so wenig die Digitalisierung vorangebracht haben und hatten wie Deutschland. Und das ist natürlich auch mal der Schlüssel des Erfolgs. Da ist Griechenland voran, nur mal ein Beispiel zu nennen, was sonst nicht immer genannt wird. Und mit Digitalisierung kann ich vieles besser mal erkennen und natürlich dann auch steuern. Und das ist uns auf die Füße gefallen. Und dann finde ich es auch schlecht, dass man die Krise nicht genutzt hat, um ein bisschen mehr Forschung zu machen. Da gab es durchaus Ansätze, aber das wurde dann auch erstmal nicht gemacht. Aber ich glaube schon, dass wir aus der Krise, ich bin ja immer ein Optimist, schon einiges gelernt haben, aber wir hätten erstens mal mehr lernen können und auch mehr Best Practices auch aus anderen Staaten annehmen können. Und ein Beispiel ist die Digitalisierung. Ich würde das gerne so kaufen und unterstreichen wollen. Auf der anderen Seite stelle ich mir aber auch die Frage, ob wir in Deutschland nicht viel zu pessimistisch und viel zu nörgelerisch immer auf das gucken, was wir gerade gemacht haben. Nie ist etwas richtig, nie ist etwas gut. Ich glaube, wir sind bei den Herausforderungen, bei all den Schwierigkeiten, die wir in der Corona-Pandemie als Gesellschaft erlebt haben, sind wir verdammt gut aus dieser Pandemie herausgekommen, beziehungsweise durch diese Pandemie bislang auch hindurchgekommen. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Es gab ganz andere Bilder in anderen Ländern auf dieser Welt. Wir schauen uns die weiteren Fragen an, da sind noch einige reingekommen. Ein kleiner Wunsch, können wir das ein bisschen kleiner halten, das Bild? Ich glaube, wir können nicht alle Sätze hier vorne lesen, weil die abgeschnitten sind. Aber wir versuchen es schon mal rauszufischen. So, Strukturänderungen, gibt es dazu noch ergänzende Gedanken? Welche Strukturänderungen brauchen wir? Irgendein Exempel, was wir direkt hier mit reinnehmen können in die Debatte?
Na, ich glaube, eine Strukturänderung hat Präsident Tiesler vorhin ja auch schon mit angesprochen, und das ist ja auch das, was, wenn ich das so sagen darf, was wir im letzten Herbst, Winter dann auch erlebt haben mit der Einrichtung eines solchen Corona-Krisenstabes. Also überhaupt einen Krisenstab auf einer Ebene zu haben, wo er eine koordinierende Funktion auch oberhalb der Ressorts, auch oberhalb der Ministerien ermöglicht, also einen Krisenstab im Bundeskanzleramt. Ich glaube, das ist eine sehr vernünftige Möglichkeit, übergreifend zu koordinieren, zu führen und das herauszuarbeiten, was auch wichtig ist. Wir haben daraus gelernt. Ich darf im Moment ein neues Kommando in der Bundeswehr aufbauen. Sie haben es vorhin mit erwähnt. Und ein Teil in diesem Kommando ist es, dass die Hülle für einen solchen Krisenstab sowohl personell als auch materiell gestellt werden soll. Das ist ein Auftrag, den wir als Folgerung aus dem Bundeskanzleramt auch so mit aufgenommen haben. Dankeschön. Sind denn diese Zuständigkeiten, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, sind die als Problem mittlerweile anerkannt oder sprechen wir jetzt auf der Bühne hier herüber? Ist das allgemein in dem Stadium, ich sag mal, schon gediehen, die Debatte darüber, dass wir hier Veränderungen erwarten können? Wird das überhaupt als Problem anerkannt? Also wir müssen nicht neue Ressorts erfinden oder Bund-Länder-Diskussionen führen, sondern ein abgestimmter Prozess auch durchziehen. Und das würde auch funktionieren mit den jetzigen Strukturen, wenn die Leute nur wollen, wenn sie auf eine Richtung mal orientiert sind. Und das fehlt mir. Es fehlt so eine klare Richtung. Was wollen wir eigentlich? Und die Möglichkeiten, die sind schon sehr groß. Wir haben in Deutschland unendlich viele Daten, haben wir eigentlich. Man muss sie nur auch auswerten. Wir haben Behörden, für jede Frage gibt es eine Behörde, bei Ländern oder beim Bund. Frag die doch. Ja. Wir schauen noch mal auf die Fragen, es sei denn, Sie haben noch eine Ergänzung. Ja, ich würde einen anderen Aspekt vielleicht mit hineinbringen wollen. Ich glaube, das, was entscheidend ist, ist ein gemeinsames Lagebild. Wir hatten es vorhin schon mit angesprochen, dass wir also eine Grundlage haben, auf der überhaupt Entscheidungen getroffen werden können. Denn darauf kommt es ja in Krisenlagen an. Also wenn wir die Voraussetzung machen, dass Krisen immer wieder auftauchen werden, dann kommt es darauf an, dass es Entscheider gibt und dass wir Entscheider ausbilden, die in diesen Krisenlagen dann auch entscheiden können. Um diese zu schulen, um diese zu trainieren, brauchen wir Entscheidungstraining. Mhm. Vorhin sind Szenarien mit angesprochen worden. Ich bin da immer ein bisschen zögerlich, weil ich Szenarientwicklung halt immer als etwas sehe, was aus der Konserve heraus gemacht wird. Man nimmt Instrumente und diese Instrumente bringen eine Lösung, also baue ich auch mein Szenar so auf. Ich glaube, dass man eher in einer Mehrparteienübung freies Gedankenspiel auch gegeneinander setzen muss. Das kann in der Krise helfen. Wir haben das gemacht, auch in der Zeit Corona-Krisenstab. Das kann in der Krise helfen. Es kann aber auch dazu helfen, vorzubereiten und auch Entscheider zu schulen. Ich würde mir übrigens wünschen, dass so eine Stabsstruktur dauerhaft ist und damit man auch von dem Makel sich mal löst, dass ein Krisenstab nur anberufen wird, wenn es eine anerkannte staatliche Krise ist. Das ist doch kein Makel, dass man sich um das Lagebild kümmert. Dauerhaft brauchen wir ein Lagebild, Bundeslagebild, Landeslagebilder darauf aufbauend oder umgekehrt. Das brauchen wir, das muss besser werden und nicht nur bezogen auf jetzt eine zu beobachtende Umstand, sondern auch vieles. Es sind jetzt die Flüchtlinge, es ist die Corona-Entwicklung, die anderen Pandemien, die ich erwähnt habe. Es ist immer was zu tun. Punkt verstanden, Herr Brömer. Ganz kurz noch, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber eigentlich viele Themen, die wir noch besprechen könnten, zweifelsohne. Deswegen vielleicht die nächste Frage, die Einleitung, die wirklich kurz und knapp zu beantworten, vielleicht in drei Sätzen. Wo begegnen wir als Gesellschaft medialer Stimmungsmache, die objektive Bewertung zum Beispiel bezüglich bestimmter Impfstoffe verhindern? Wie begegnen wir die objektive Bewertung bezüglich bestimmter Impfstoffe verhindern? Ja. Was ist auf Ihrer Wunschliste? Was können wir tun? Also wir haben es ja eigentlich gemacht, auch über die Zeit hinweg. Also wir haben versucht, alle Ebenen in der Kommunikation auch zusammenzunehmen. Wobei mir wichtig ist, hier auch nochmal deutlich zu machen,
es ging hier gar nicht um Krisenkommunikation. Also Krisenkommunikation ist das WM aus zu verdeutlichen. Ja. Wir haben eher in der Krise kommuniziert. Und das bringt nochmal etwas anderes mit hinein. Das heißt, man muss eine Akzeptanz erzeugen und das beantwortet die Frage. Man muss ein Problembewusstsein mit deutlich machen, man muss aufklären dazu und diese Kommunikation muss auf Augenhöhe stattfinden. Mit einem abgestimmten Konzept und das funktioniert. Es geht nur so. Es geht nur, indem ich authentisch mich hinstelle und greifbare und messbare Kommunikation mache. Ist das ausreichend erfolgt? Man hat es versucht, aber ich habe gar nicht gewusst, wie viele Impfgourmets es gibt. Die einen wollen nur das, die anderen nehmen bloß kein AstraZeneca, die anderen nehmen nur BioNTech. Das sage ich immer, mit welchem Impfstoff habt ihr denn letzte Kinderlähmung gemacht? Das wissen die Leute gar nicht, keine Interesse. Also hier ist eine Diskussion entstanden und die ist sozusagen ein Stück außer Kontrolle geraten. Und ein Grund sind natürlich Talkshows und andere Möglichkeiten. Es ist nicht nur das Internet mit den sozialen Medien, die konnte man nicht mehr einfangen. Letzte Frage, wenn Sie einen einzelnen Wunsch frei hätten. Wie machen wir es besser? Was können wir lernen? Welcher Wunsch ist das? Ist aus meiner Sicht ganz, ganz schwierig, das in einen Wunsch zu fassen, weil ich glaube, die Vernetzung ist deutlich geworden, auch die gegenseitige Abhängigkeit. Wenn es eins gäbe, dann wäre es für mich Krisenvorbereitung dadurch, dass ich vorher durchdenke und vorher Entscheider ausbilde. Danke, Herr Brümmer. Und auch mehr Übungen machen. Man kann auch Stabsübungen machen und wir müssen uns überlegen, ob der Stab immer von dem Ressort gestellt wird, was dafür am wenigsten Erfahrung hat oder ob man das mal anders organisiert. Aber das ist ein anderes Thema. Herzlichen Dank für den Austausch mit Ihnen, Herr Brümme, Herr Generalleutnant Breuer. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank. Wir machen eine Minute Pause und sehen uns in wenigen Momenten wieder. Dankeschön. Willkommen zurück, Start unseres zweiten Themas Cyberangriffe. Als Moderatorin beschäftige ich mich sehr viel mit der digitalen Transformation und da ist Cybersecurity auch immer wieder ein Thema. Warum? Ganz einfach, Cybersicherheit ist der sichere Boden, auf dem die ganze digitale Transformation überhaupt erst gebaut wird. Und gerade in der Verwaltung brauchen wir diesen sicheren Boden, auf dem wir alles andere draufbauen können. Doch auf der anderen Seite ist die Lage herausfordernd. Da muss man sich nur mal die Pressemeldungen anschauen. Schlagzeilen dieses Jahres, Hackerangriffe, Gefahr Nummer 1. Oder auch, Experten warnen vor einer digitalen Pandemie durch Cyberangriffe. Die Frage ist also, was können wir tun? Und im folgenden Gespräch schauen wir uns jetzt genau das an. Erstens mal,
Was passiert eigentlich bei so einem Cyberangriff? Also mit was müssen wir rechnen, auf was müssen wir gewappnet und vorbereitet sein? Wie können wir uns auch im Vorfeld, das hat Herr General Breuer schon ganz richtig gesagt, strategisch wappnen? Wie können wir vorausschauend uns vorbereiten auch? Und unser nächster Gast wird uns davon berichten, von diesem und so einige mehr, denn er hat genau das erlebt. Was passiert eigentlich, wenn 600 Computer der Landeskreisverwaltung auf einmal durch einen Angriff komplett lahmgelegt werden? Wir sind sehr, sehr dankbar, dass er sich bereit erklärt hat, darüber zu sprechen, hier extra nach Berlin zu uns zu kommen und von seinen Erkenntnissen und Learnings zu berichten. Herzlich willkommen dem Landrat des Kreises Rhein-Pfalz, Herr Clemens Körner. Hallo, Herr Körner. Ja, auf einen Schlag. Dankeschön. Herr Körner, bevor wir beide ins Gespräch miteinander einsteigen, kurz eine Umfrage an Sie. Schnappen Sie sich Ihr Mobiltelefon zum Thema Cybersicherheit. Haben wir eine Umfrage jetzt für Sie. Schauen Sie mal hier nochmal der Link. Auch für alle, die uns online zuschauen, bitte nehmen Sie jetzt Ihr Telefon in die Hand, denn wir möchten von Ihnen wissen, was glauben Sie denn, Herr Körner und ich sind schon sehr gespannt auf das Ergebnis. Wie gut sind Staat und Verwaltung auf Cyberangriffe vorbereitet? Staat und Verwaltung auf Cyberangriffe vorbereitet. 1 heißt überhaupt nicht gut, 10 heißt sehr gut vorbereitet. Und wir gucken mal, bei was für einer Zahl wir letztendlich landen. Hier auch nochmal der Code für alle, die neu dabei sind. Wir wissen, einige haben sich auch neu online dazugeschaltet. Herzlich willkommen, die vielleicht etwas später reingekommen sind. Das ist der Link für Sie, voxer.com, mit dem Sie sich onboarden können im Browser. Und dann gucken wir mal, ob schon die ersten Stimmen reingekommen sind. Wir können ja parallel das Ergebnis dann verfolgen, wenn wir uns da einmal das Ergebnis angucken. Okay. Und jetzt geht's online. Schauen Sie einmal hier. Ich sehe die ersten Reaktionen im Publikum. Herr Körner, ich gebe Ihnen die Deutungshoheit. Stimmt. Aber sehr gut, wer war das? Bitte, was war gut? Sehr gut. Sehr gut. Ja, es gibt Optimisten, das haben wir doch auch gehört. Okay. Du musst auch optimistisch sein, nicht nur meckern. Genau. Herzlichen Dank, wer mag, kann gerne ein Foto davon machen. Ansonsten schließen wir an dieser Stelle die Umfrage. Danke für Ihre Teilnahme und öffnen Ihnen an der Stelle die Q&A-Funktion. Halten Sie Ihr Mobiltelefon in der Hand, auch wenn Sie zu Hause teilnehmen, schicken Sie uns hier die Fragen zum Thema Cyberangriffe direkt ins Studio. Herr Körner, dann möchte ich erstmal das Wort an Sie übergeben, vielleicht so zur groben Einordnung. Was ist passiert? Wie können wir uns diesen Angriff vorstellen? Wie lief das ab? Und was waren die größten Einschränkungen für die Menschen in Ihrem Landkreis? Welche Verwaltungsaufgaben konnten Sie nicht mehr bewältigen? Also was war los? Mensch. Ja, Freitagabend, der 21.10. Mein IT-Leiter hat dann auf seinem Handy, wir haben das in unserem Sicherheitsarchitektur drin, hat den Datenabfluss gemerkt, hat sich ins Auto gesetzt, ist in die Kreisverwaltung gefahren, hat dann die Internetverbindungen getrennt und hat dann auch dann quasi den Stecker gezogen, hat alles runtergefahren und dann war schon auf dem einen Bildschirm, war dann schon quasi das Bekennerschreiben, dass also die Hackergruppe sich namentlich gemeldet hat mit Ansprechpartnern und 7 Tage haben wir Zeit, uns zu melden, da können sie uns dann helfen. Und ja, da wir runtergefahren haben, ging gar nichts mehr. Also noch nicht mal Telefon, Mail, kein Drucker, kein angesteuerter Kopiergerät, nichts. Es war richtig. Also ich muss sagen, mein IT-Leiter hat richtig gehandelt. Aber das Problem war danach, wann fahren wir oder wie können wir wieder hochfahren, wenn wir alles auf null runtergefahren haben. Also das war natürlich dann der Punkt, dass montags dann natürlich die Mitarbeiter total überrascht waren, dass nichts mehr geht. Ja, also das war natürlich so, wenn Sie fragen, was gegangen ist, gar nichts. Wir konnten dann sehen, dass wir Opfer einer Hackergruppe mit Ransomware wurden. Wie waren Sie denn gesichert? Also welche Vorkehrungen hatten Sie im Vorfeld getroffen? Sehr gut.
Also, wir haben uns an den Empfehlungen des BSI orientiert und waren da wirklich guter Dinge. Wir hatten also Virenscanner, wir hatten Netzwerkverkehrüberwachung, wir hatten die Überwachung der ein- und ausgehenden Mails. Wir hatten also wirklich viel, wir haben Dienstanweisungen gemacht, haben die Mitarbeiter permanent geschult, gewarnt und so weiter. Aber es ist eine subjektive Wahrnehmung und vor 2 Monaten hätte ich Ihnen vielleicht etwas anderes gesagt als der objektive Angriff. Also wir waren dann doch nicht so sicher, wie wir glaubten. Und das muss man einfach auch dann irgendwo zur Kenntnis nehmen, ohne Schuldeingeständnis, sondern es war halt, der Angriff war möglich. Was waren denn, ich sag mal, Ihre Quellen, also wie kamen Sie darauf, bestimmte Maßnahmen zu treffen? Haben Sie das intern im Landkreis entschieden oder hatten Sie, weiß ich, vielleicht mal bei einem Cyber-Security-Gipfel oder haben Sie vielleicht landkreisübergreifend Austausch gehabt, wo Sie sagen, wir haben da schon mal was gehört oder war das eher so intern bei Ihnen geregelt? Also es war so, dass wir die erste Kommune sind in Rheinland-Pfalz, die das getroffen hat. Das hat natürlich auch im Land dann auch ein bisschen wachgerüttelt. Also die Ressourcen, auf die wir zugreifen konnten, waren eigentlich nur unsere Gemeindenverwaltungen. Da konnten wir Mitarbeiter hin bestellen, dass wir sagen, ihr müsst dort die Bürgerinnen und Bürger dann mit einem Kontaktformular dann anhören und es dann mitnehmen. Wir hatten das Glück, dass wir 2 Außenstellen hatten für das Zulassungsverfahren. Das heißt also, montags konnten die Leute ungehindert bis zum heutigen Tag ihr Auto an und sowieso auch abmelden. Also das war also recht gut, dass wir das hatten. Und natürlich war es klasse, dass wir die benachbarten Städte, 3 kreisfreie Städte und natürlich auch umliegende Kreisverwaltungen auch hier gewinnen konnten, dass unsere Mitarbeiter dort untergebracht werden, um die Fachverfahren durchzuführen. Denn wenn Sie fragen wollten jetzt nach Unterstützung, da muss ich natürlich schon auch kritisch anmerken, man hat also alle Kanäle zu uns gekappt, was ich für absolut für richtig finde. Aber es hat bis zum heutigen Tag relativ wenig angerufen, gefragt, wie geht's euch denn? Wie können wir denn euch helfen? Also das muss man ganz klar sagen, das sind, ob das Bundesanwendungen waren oder auch Landesanwendungen. Wir waren, ich habe immer gesagt zu meinen Leuten, wir hatten die Pest, die Stadtmauern, hohe Mauern, da wurden die Zugbrücken hochgezogen und wir waren dann vor den Stadtmauern. Und mit uns wollte keiner Kontakt haben. Die Bürgermeister, oder es gab dann auch in anderen Verwaltungen, kein Mail von der Kreisverwaltung darf geöffnet werden. Also ich habe dann auch versucht, rüberzubringen, meine Mitarbeiter sind nicht infiziert, ne? Also, sondern es ist unser Netzwerk, das übrigens da tot war. Also das war natürlich schon so ein Problem. Das ist eigentlich auch so eine Bitte, die ich jetzt schon loslassen wollte. Das Krisenmanagement, wir hatten natürlich auch einen Krisenstab, der auch jeden Tag tagt jetzt, aber das Krisenmanagement muss nicht immer nur die Kommunalverwaltung machen, sondern, Entschuldigung, an dieser Stelle, unsere Partner müssen auch ein Krisenmanagement in der Art anbieten können, was machen wir mit einem gehackten Partner? Lassen wir den außen vor oder wie bauen wir etwas auf, dass der auch relativ schnell wieder Führerscheine ausgeben kann und so weiter? Das muss ich sagen, das vermisse ich schon. Und Sie haben gesagt, andere Kommunen wollten keinen Kontakt mit Ihnen haben. Ja. Wie hat das denn die Bevölkerung betroffen? Wie hat die denn reagiert? Was ging da so für Gespräche rum? Ja gut, bei der Bevölkerung war es natürlich so, wann ist wieder Sperrmüll? Wie bekommt mein Enkel den Führerschein? Das waren die Baugenehmigungen dauern bei uns sowieso so lange, jetzt dauern sie wahrscheinlich noch länger. Also das waren so die Dinge, die dann die Bevölkerung so beschäftigt hat. Also das klingt zwar jetzt wirklich profan, aber es waren die Sperrmüll. Wie haben Sie denn mit der Bevölkerung... Wir lassen das so stehen. Wie haben Sie denn mit der Bevölkerung kommuniziert? Welche Kernbotschaften haben Sie denen gegeben? Haben Sie gesagt, oh, das dauert ganz ehrlich, also ich will euch nichts erzählen? Oder haben Sie gesagt, ah, das kriegen wir jetzt schon schnell hin, toi, toi, toi? Also was war Ihr Kommunikations...
Weg? Also wir haben ja vorhin schon gesagt, es ist eine Katastrophe, die natürlich so einen Hackerangriff ausmacht. Aber für mich war relativ früh klar, es kann auch eine Katastrophe geben, wenn man falsch kommuniziert. Und das war natürlich klar, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen proaktiv. Also freitags war der Angriff. Samstags wurden schon die Online-Portale dann quasi schon gefüttert, informiert und gleich von mir am Anfang gesagt, wir wurden gehackt und es besteht die Gefahr, dass kompromittierende Informationen von und über die Bevölkerung ins Netz gestellt werden können. Das war hart, aber das war aber auch im kommunalen Bereich. Die Gremien haben gesagt, sehr gut. Du hast also nicht gesagt, naja, wir wurden gehackt, mal sehen und abwarten, kommt da was, hoffen wir, dass nichts kommt, sondern ich habe relativ, und das kann ich nur jedem empfehlen, gleich gesagt, es können Daten auch ins Netz gestellt werden. Das hat dann, haben wir dann aber gemerkt, dass ein Großteil der Bevölkerung dann nicht wusste, was ist ein Hackerangriff. Nicht wusste, was ein Hackerangriff ist. Ja, weil manche gedacht haben, da ist jemand in die Kreisverwaltung eingedrungen, in den Keller und hat dann mit dem Zuschlaghammer einen PC zerstört und kauft doch einen neuen. Oder dann war natürlich in dieser Situation, kommen natürlich wie bei den Bundestrainern auch, unheimlich viele Berater, die vor 15 Jahren in Pension gegangen sind und die waren damals für die Sicherheit von einem mittelständischen Unternehmen zuständig, die mir erklärt haben, sowas wäre bei mir nie vorgekommen. Also das sind dann die Punkte, mit denen man gar nichts anfangen kann. Ja? Und so war es eigentlich auch, dass es gute Zusammenarbeit im LKA. Die haben das Darknet beobachtet, also mit mir, und haben dann freitags morgens, so 14 Tage später, freitags morgens, haben sie angerufen, seit einer halben Stunde ist es im Netz. Dann haben wir sofort informiert, es sind die Daten im Netz. Okay, verstanden. Haben Sie denn gemerkt, dass es einen Vertrauensverlust gab seitens der Bevölkerung? Oder sagen Sie, was weiß ich, bei uns ist es vielleicht ein bisschen regionaler, man kennt sich, man vertraut sich. Was ist Ihr Gespür? Also in dem Grunde nach haben wir Pfälzer immer ein Urvertrauen untereinander. Also das ist nicht unbedingt das Problem. Das meinte ich, genau. Aber ich erlaube mir auch zu sagen, die Hackerangriffe sind nicht einfach dafür da, jetzt irgendwelche Daten. Manchmal, wo man auch denkt, was haben sie denn mit dem Kassenabschluss von 2021 jetzt dann als Daten runtergezogen? Sondern ich bin schon der Auffassung, wenn man dann sieht, dass alle ukrainische Daten, also alles, was mit Ukrainer zu tun hatte, selbst Mietverträge, wurden einfach runtergezogen. Das heißt also, da sage ich in aller Deutlichkeit, hier geht es darum, das Vertrauen der Bevölkerung in die staatlichen Institutionen zu schmälern oder den Leuten klarzumachen, der Staat kann mit euren Daten nicht sicher umgehen. Ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt und natürlich kommen noch so die Hacker Affinitäten dazu, wo natürlich jeder Hacker in das nächste Level will und ganz stolz ist. Und deshalb haben wir auch relativ früh auf die Lösegeldforderungen auch gar nicht, ja, wir haben verhandelt, aber die haben gemerkt, dass es eigentlich gar nicht verhandeln will. Herr Körner, ich habe eben schon mal gefragt, und darauf zielt auch eine der Zuschauerinnenfragen hin, wie schaffen wir ein einheitliches Sicherheitsniveau in Kommunen? Und eben habe ich schon mal nachgehakt, haben Sie, ich sag mal, sich im eigenen Kreis und Rahmen vorbereitet oder gab es, vielleicht sind Sie mal nach München, Hamburg, Leipzig gereist zu irgendeiner Sicherheitskonferenz, weil Sie gesagt haben, ach, ganz spannend, gucke ich mir an. Vielleicht gab es YouTube-Videos, Tutorials, externe Berater, kommunenübergreifenden Austausch. Ich spinne jetzt einfach mal rum. Gab es irgendwas, wo Sie sagen, da gab es Ressort- und siloübergreifenden Austausch und was glauben Sie, wie man das noch besser koordiniert bekommt, dass man ein einheitliches Sicherheitsniveau in Kommunen schafft und auch ein einheitliches Sicherheitsbewusstsein? Denn Sie haben ja selber gesagt, das ist zumindest in der Bevölkerung nicht immer so vorhanden, worum es da überhaupt konkret geht. Gut, wir hatten sogar eine eigene Stelle dafür eingerichtet. Eine was? Eine eigene Stelle, es war ein eigener Mitarbeiter, der sich nur damit beschäftigt hat, über die Datensicherheit. Er war nicht in der IT-Abteilung, da haben wir extra so gemacht, dass er also in einer anderen Abteilung war, dass sich mit dieser Sache beschäftigt hat. Es stand eigentlich an, dass wir eine Firma beauftragen, die uns dann auch berät, was die Mitarbeiter angeht. Das halte ich also für sehr wichtig. Ansonsten ist es natürlich so, das muss man feststellen, ich weiß nicht, wie viele Stadt- und Kreisverwaltungen, Gemeindeverwaltungen es in Deutschland gibt, alle haben ihre Sicherheit im Keller.
Und dort werden von jedem wie auf einer Insel ist seine Sicherheit ist das Höchste. Und wir haben es nicht geschafft, das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt oder eine Lehre daraus, wir müssen uns im kommunalen Bereich zusammentun mit dem Land. Das sind eigentlich sehr gute Ansätze jetzt schon aus unserem Angriff heraus. Dann da, dass wir sagen, wir brauchen, das ist so die Lehre, die wir jetzt rausgezogen haben, wir brauchen also eine 24-7-Überwachung, dass wir also jemanden beauftragen können, der ständig unsere Datenflüsse überwacht und auch das die Möglichkeit hat, auch einzugreifen, also entsprechend vielleicht einen einzelnen PC vom Netz zu nehmen. Das ist sehr wichtig, das macht das, der Bund macht es, die Länder machen das und die Kommunen machen es nicht. Und das ist unser der Einfallstor, dass wir als Kommunen aus der kommunalen Selbstverwaltung heraus natürlich alle miteinander unsere Serverlandschaft im Keller irgendwo stehen haben und denken und hoffen, da kommt nichts dran. Und das ist eigentlich der große Punkt, wo ich sage, das, so können wir es nicht mehr machen. Und deshalb ist auch für uns klar, wir werden nicht mehr die alte Sicherheitsarchitektur oder Netzarchitektur aufbauen, sondern wir werden auch mit dem Land zusammen und auch dankenswerterweise mit dem BSI zusammen sagen, okay, wir gehen unter das Joch vom BSI und vom LDI und werden das tun, was die uns vorschlagen, weil ich natürlich will als Landrat, dass wir zertifiziert sind, weil die Zertifizierung auch wichtig ist, was versicherungsmäßig machbar ist, weil, das darf ich an dieser Stelle mal aussagen, unsere Versicherungen sind aufgebaut auf die Eigenschadensversicherung, auf die Kassenversicherung. Und ganz wichtig ist, es muss aus dem Amtshaftungsbereich ein Mitarbeiter gewesen sein, der eine Mail geöffnet hat mit der Anlage. Und dann hammern. Und dann zahlt die Versicherung. Und das finde ich für einen absolut falschen Ansatz. Wir müssen bei den Hackerangriffen von diesen Amtshaftungsgedanken weg, weil wenn ich jetzt unsere Forensik sehe, die noch jetzt geprüft wird mit dem LKA, wir werden wahrscheinlich gar nicht den Mitarbeiter ausfinden. Ich will es gar nicht. Aber wir werden wahrscheinlich gar nicht den Mitarbeiter finden, der eventuell auf den falschen Knopf gedrückt hat. Und das ist natürlich so ein Punkt, wo man sagen muss, dann bringt auch eine Versicherung nichts, wenn immer die Versicherung verlangt, es muss irgendeiner von den Mitarbeitern einen Amtshaftungsfehler gemacht haben. Also das ist so ein Punkt, wo ich auch mit der Versicherungswirtschaft sage, ihr braucht, was die Cyberversicherung angeht, ein ganz neues Produkt und Lösegeld braucht nicht eingepreist zu werden, wenn wir uns alle einig sind. Wenn alle kein Lösegeld bezahlen, dann muss ich für das Lösegeld auch nicht die Versicherung abschließen. Mhm. Abschließend, wir haben nur noch ein paar Sekündchen. Eigentlich auch ein spannender Punkt, sind wir richtig aufgestellt, wenn wir an vielen Stellen gleichzeitig angegriffen werden. Gut, Sie haben gerade von... Okay, danke für die Antwort. Nee, also... Möchten Sie noch was ergänzen? Nee, was sind wir? Okay, gut. Also, wir nehmen die letzte Sekunde. Also, eine Stelle hat gelangt. Bitte? Eine Stelle hat gereicht, der uns angeht. Eine Stelle hat gereicht. Vielleicht noch ein positiver Appell zum Schluss. Was wäre Ihre Empfehlung, das Erste, was wir jetzt tun müssen, um das besser hinzukriegen in Zukunft? Also ich habe das vorhin das Beispiel gebracht mit der Stadtmauer. Wenn wir auch jetzt anfangen, dass unsere Mauern noch höher gezogen werden und wir noch eine Haube ziehen, wird es immer so sein, dass Hacker über diese Mauer springen wollen und Hacker in diese Haube eindringen wollen. Und das müssen wir uns im Klaren sein, das ist ein Hase-Igel-Spiel. Und deshalb ist für uns klar, wir brauchen Zertifizierung und zwar auch föderalistisch gesehen, aber wir brauchen eigentlich eine bundeseinheitliche Zertifizierung. Das ist mein Vorschlag, weil ich muss sagen, unser Landkreis, wir liegen in Rheinland-Pfalz, rechts ist
am Rhein, rechts ist Baden-Württemberg, weiter oben ist Hessen. Also wenn wir dann noch anfangen, dass wir dann als LTI in Rheinland-Pfalz dieses Zertifikat haben und in Baden-Württemberg jenes und in Hessen wieder ein anderes und dann leben wir in der Metropolregion, das funktioniert hinten wie vorne nicht. Es muss also wirklich ein bundeseinheitliches Zertifizierungsmaßstab her und da muss jeder dann sich bemühen, um dieses Zertifikat zu erhalten, alles zu tun, damit er es bekommt. Und dann ganz klar bei uns 24/7, weil das ist klar, mit E10 oder E11 bekomme ich keinen Hacker, der mit kriminellen Hackern den Kampf aufnehmen kann, sondern da muss ich also wirklich sagen, wir müssen das outsourcen und wir müssen, das kostet viel Geld, aber das ist eigentlich mein Credo. Ich finde, das ist ein wunderbares Resümee. Einheitlich, alle zusammen, bundeseinheitlich, Zertifikat, haben wir verstanden. Herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind und Ihre Erfahrung mit uns geteilt haben. Dankeschön, Landrat Körner. Sehr geehrte Damen und Herren, das dritte Thema des heutigen Tages ist Zivilschutz am Beispiel des Ukraine-Krieges. Haben wir die Gefahren vielleicht lange nicht ernst genug genommen? Könnten wir hier jetzt mal offen und ehrlich fragen. Auf welche Szenarien sollten wir uns vorbereiten? Und welche wertvollen Impulse finden wir hier vielleicht auch im internationalen Kontext? Welche Kooperationen machen Sinn? Und wo macht es vielleicht eher Sinn, interne Lösungen zu finden? Diese und einige weitere Fragen diskutieren wir jetzt. Und hier möchten wir jetzt gerne einmal Ihre Stimme, Ihre Meinung hören zu einem Begriff, den Sie in einer bekannten Suchmaschine als Ergebnis 3,5 Millionen Treffer erhält. Und der Begriff heißt mit diesen ganzen Treffer Zeitenwende. Hier zeigen wir Ihnen nochmal den QR-Code. Und wir möchten jetzt von Ihnen wissen, sehr geehrte Damen und Herren, was verbinden Sie denn mit dem Begriff Zeitenwende? Da sammeln wir jetzt Ihre Stimmen, wir geben Ihnen ein paar Momente Zeit, machen ein ganz kurzes Päuschen und sind gleich mit der Auflösung und mit den Gesprächspartnern wieder bei Ihnen. Herzlichen Dank, bis gleich. Zivilschutz am Beispiel des Ukraine-Krieges, das ist unser Thema jetzt. Dazu haben wir Ihnen eben schon eine Frage gestellt und ich freue mich jetzt sehr, erstmal die Gesprächsteilnehmer hier begrüßen zu dürfen. Neu dazugekommen, Botschafter und Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Herr Eckehard Brose. Herzlich willkommen, Herr Brose. Und noch einmal herzlich willkommen, wir hatten Sie schon auf der Bühne, Herr Tiesler. Zu Beginn, ja. Zu Beginn schauen wir uns mal an, was das Ergebnis der Umfrage uns sagt. Und das sehen wir hier. Was verbinden Sie mit dem Begriff Zeitenwende? Ich lasse das mal kurz bei Ihnen stehen. Interessant finde ich, dass wirklich wenige Großbegriffe sind und ganz, ganz, ganz viele kleine, vielfach interpretierte Begriffe hier auftauchen. Was picken Sie sich raus? Was spricht Sie da an? Was überrascht Sie vielleicht? Fangen wir mit Ihnen an, Herr Brose. Also viele der Kleinen kann ich nicht so gut lesen. Aber wir können uns gerne ein bisschen sonst näher herantreten. Ich kann ja mal sagen, was ich damit verbinde und vielleicht findet sich da, es findet sich, wenn, dann nur in den Kleinen wahrscheinlich. Also was ich damit in erster Linie verbinden würde, ist, dass wir umdenken müssen, also ein Prozess da oben. Mhm. Nicht so sehr jetzt schon in der Praxis, sondern erstmal da oben umdenken müssen. Insofern, als wir, Herr Brose, ganz kurz Mikrofon. Als wir, glaube ich, alle groß geworden sind, wenn man so sagen kann, mit der Vorstellung, umgeben von Freunden, abgesichert von den USA, letztlich uns um unsere eigene Sicherheit, nach innen wie außen, nicht so wahnsinnig kümmern zu müssen. Denn wer würde uns denn schon überfallen? Frankreich oder Luxemburg oder Polen? Alle nicht. Und diese Vorstellung müssen wir, so wie sie war, über Bord werfen. Mhm. Und zu einer Haltung kommen, wie viele Staaten sie
schon früher natürlicherweise sozusagen hatten, dass es Risiken gibt, dass wir uns auf die stärker einstellen müssen. Und das gilt auch wieder nach innen wie nach außen. Und dass es normal ist, in einer Welt, wie sie nun mal ist, mit Risiken zu leben. Das war nicht unsere Vorstellung nach Ende des Kalten Krieges. Wir waren sozusagen auf der Insel der Glückseligen, vereinigt, umgeben von Freunden, abgesichert, NATO, das war's. Mhm. Dankeschön. Können wir kurz nochmal die Umfrage zeigen? Herr Tiesler, dann interessiert uns natürlich auch Ihre Meinung. Hat aber eine kleine Zeitverzögerung mit der Umfrage. Okay, gut. Aber vielleicht schon mal an Sie die offene Frage derweil. Viele von den kleinen Begriffen konnte ich auch nicht lesen. Ich habe die großen nur gesehen. Ja, ja, okay. Aber ich halte mich an dem Begriff selber auch fest, Zeitenwende. Mhm. Ich glaube, das, was Herr Brose gesagt hat, ist ja auch das, warum wir heute hier zusammensitzen. Ja, also im Grunde genommen geht es ja letztlich darum, dass wir alle mit dem Begriff der Zeitenwende genau das verbinden, dass wir vor einem Momentum gerade sind, Dinge, die eben als Gewissheiten für uns alle galten, eben über Bord werfen zu müssen. Und deswegen glaube ich, ist es auch ganz wichtig, dass wir heute hier über die Frage diskutieren, was für Schlüsse ziehen wir eigentlich daraus? Ja? Wo gehen wir denn künftig hin? Wie gehen wir mit den Erkenntnissen, die wir gewinnen, dass vieles von dem nicht mehr gilt, was uns bisher geprägt hat in unserem Leben, in unserer Arbeit? Wie gehen wir damit um? Und was lernen wir jetzt aus den vergangenen Krisen daraus für uns und was nehmen wir dafür mit in die Zukunft? Und da fokussiere ich mich natürlich vor allem auch auf das Thema Bevölkerungsschutz. Liegt nahe, dass das mein Thema natürlich an der Stelle ist. Und ich glaube, für den Bevölkerungsschutz mit Blick auf den Zivilschutz sind das Herausforderungen, die wir schon mal hatten, die wir aber jetzt heute neu betrachten müssen, nochmal neu bewerten müssen und denen wir uns dann natürlich auch zuwenden müssen. Neu deswegen bewerten, weil die Zeiten, wo Zivilschutz mal bei uns eine etwas prominentere Rolle hatte, sind andere gewesen als heute. Also man darf natürlich auch nicht einfach wieder den Hebel umlegen wollen und sagen, alles das, was früher da gegolten hat, gilt heute auch wieder, sondern man muss ganz einfach es neu interpretieren. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wo wir heute denn auch wirklich stehen zum Zeitpunkt der Zeitenwende und welche Herausforderungen denn mit Blick auf das, was in der Vergangenheit wir schon gelernt haben, dann für die Zukunft zu ziehen sind. Sie haben sich das Mikrofon geschnappt. Wollten Sie was sagen, ergänzen? Nein, nur startklar sein. Alles klar. Gut. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben die Q&A-Funktion für Sie freigeschaltet. Sie können uns ab jetzt Ihre Fragen in diese Diskussion senden. Und hier nochmal vielleicht der Link für alle, die sich gerade erst online dazugeschaltet haben. Nochmal der Link und der QR-Code. Ja, Herr Brose, Sie haben gerade schon einen Punkt benannt, den Sie auch schon mal in einem Interview mit der Stuttgarter Zeitung benannt haben, nämlich, Mensch, haben wir vielleicht Gefahren lange Zeit da auch nicht ernst genommen, und jetzt ist natürlich die Frage, welche Lehren können wir für die strategische Vorschau daraus ziehen? Deswegen, Herr Tiesler, auch noch die Frage an Sie weitergespinnt. Ein bisschen haben Sie gerade schon angedeutet. Gibt es da noch Ergänzungen zu diesem großen Aufschlag, der gesetzt wurde, oder Sie sogar? Also ich wollte vielleicht nochmal, das ist zwar jetzt nicht eingeblendet, aber dieses Bild, da stand ja in der Mitte Krieg. Also ein wichtiger Begriff, Krieg und Bundeswehr. Das bringt mich darauf zu sagen, ja, wir müssen umdenken, ja, wir müssen unser Bewusstsein ändern und anpassen an die Realität, aber man muss jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und gleich so tun, als würde jetzt morgen unbedingt der Krieg anfangen. Wir müssen, das Motto ist eigentlich weniger Krieg als Abschreckung. Wir müssen eine effiziente Abschreckung organisieren, und wenn die gut steht, dann wird es auch, soweit wir das vorhersehen können, hoffentlich nicht zum wirklichen Krieg kommen. Teil dieser Abschreckung ist aber Resilienz, worüber wir schon viel geredet haben, also die Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung. Je widerstandsfähiger nämlich eine Bevölkerung ist, und wir können das ja alles in der Ukraine live in brutalster Weise beobachten im Augenblick, desto eher schreckt das dann auch einen potenziellen Angreifer ab, weil er seine Ziele nicht ohne weiteres erreicht. Herr Tiesler, mit Blick auf die Ukraine, auf was für Szenarien müssen wir uns denn im Zivilschutz vorbereiten? Also ich denke, um vielleicht den Blick noch ein bisschen zu weiten, dass es nicht nur ausschließlich um das Kriegsszenario dabei geht. Ich glaube, die Szenarien, die wir heute natürlich
auch ein bisschen vor Augen haben, sind die, die uns in den letzten Jahren mit beschäftigt haben. Und wir haben eben über zwei Jahre schon gesprochen. Wir haben das Thema Pandemie angesprochen, wir haben das Thema Cybersicherheit angesprochen. Es zählen aber auch Erfahrungen aus der Ahrtal-Krise genauso dazu, wie eben Dürren, Klimawandel etc. Ich könnte noch weitere eigentlich jetzt hinzufügen, aber darauf kommt es eigentlich gar nicht an. Entscheidend ist, und das ist der Resilienzgedanke, den Sie auch dabei verfolgen, dass wir ein Stück weit uns eben darauf einlassen müssen, dass wir nicht nur in Szenarien denken dabei, sondern eben auch die Allgefahrensituation, die sich eigentlich als Kern daraus ergibt, als Herausforderung zu sehen. Bei der Ukraine ist es natürlich in erster Linie das Kriegsszenario, das wir dabei im Auge haben. Und das sind Bilder, die etwas mit konventioneller Kriegsführung aktuell zu tun haben. Ich glaube und hoffe auch, dass es dabei bleibt. Und darauf muss sich natürlich eine Gesellschaft, und das ist auch unsere Aufgabe, auch unseres Hauses, künftig wieder besser vorbereiten, sich etwas mit vertrauter machen, auch wenn ich nicht glaube, dass das in den nächsten Jahren hier tatsächlich uns beschäftigen wird als Ereignis. Aber ich glaube, dass diese Ereignisse wie der Ukraine-Kriege zeigen, dass es gar nicht darauf ankommt, dass wir konventionell auf unserem Boden Krieg erleben. Darum geht es gar nicht, sondern wir erleben hybride Kriegsführung, die uns mittelbar betrifft. Das heißt, wir sind teilweise auch heute schon mit diesen Folgen letztlich befasst, wenn wir über Lieferengpässe beispielsweise nachdenken, die wir haben, wenn wir über Themen wie Gasmangellage nachdenken, das sind alles jetzt schon Auswirkungen von Kriegsführung innerhalb Europas. Das heißt, auch an der Stelle müssen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, heute schon, wie können wir resilienter darauf reagieren. Es geht gar nicht so sehr darum, dass wir Krieg hier auf unserem Boden erleben, sondern es geht letztlich darum, dass wir auch bei diesen globalen Auswirkungen von insbesondere Kriegsereignissen innerhalb Europas, und das ist ja auch etwas, was uns ehrlich gesagt in den letzten Jahren nicht mehr als so wahrscheinlich gehalten, was das mit uns macht. Und insofern müssen wir uns in dem Kontext auch mit der Frage auseinandersetzen. Herr Diesler, aber was wäre denn eine konkrete Maßnahme, wie wir uns vorbereiten können? Wir hatten nämlich eben ein Beispiel von Herrn Körner, also bundesweit einheitlich zertifizierte Ausbildung, also einfach auch Ausbildung und Lernen, wenn ich Sie recht verstanden habe. Also ich fange noch ein bisschen früher an. Ich glaube, dass wir diese Szenarien beobachten müssen, viel früher und viel länger. Wir müssen viel langfristiger Prognosen entwickeln, was uns erreichen kann. Und am Ende müssen wir das natürlich hier auch in unsere Arbeit auch im Bevölkerungsschutz übersetzen. Ausbildung hatte ich auch in meinem Vorwort schon bereits erwähnt vorhin. Wir müssen natürlich auch als Gesellschaft lernen, Krisenmanagement in solchen Situationen noch besser miteinander zu verzahnen aller Akteure. Und deswegen fand ich den besten Begriff, den ich ja heute mehrfach gehört habe, gemeinsam. Ich glaube, dass das Thema Krisenmanagement, das Vorbereiten, resilient zu werden, krisenfest zu werden, eine Aufgabe ist, die ressortübergreifend, die aber auch sektorübergreifend, die interdisziplinär ist, die letztlich alle Akteure dieser Gesellschaft am Ende des Tages betrifft. Und dazu zähle ich auch natürlich die Bevölkerung selbst. Auch die Bevölkerung muss man mitnehmen an der Stelle. Wir haben das Thema Kommunikation hier eben schon gehört. Aber es geht auch darum, der Bevölkerung ein Stück weit zu helfen dabei, eben eine solche Situation zu bewältigen. Wollten Sie was ergänzen? Vielleicht aus der Perspektive, wir haben etwas unterschiedliche Perspektiven, kommen aber immer zu sehr ähnlichen Schlüssen, glaube ich. Aus meiner Perspektive würde ich sagen, wir haben als Institution, die Bundesakademie für Sicherheitswert, viel Erfahrung damit, sozusagen ressortgemeinsame Zusammenarbeit zu fördern, durchzuführen, Projekte zu machen damit. Es ist immer wieder so, dass eigentlich alle, auch hier im Saal bin ich sicher und an den Bildschirmen, sind alle dafür, dass wir zusammenarbeiten und dass wir offen sind, dass wir aufeinander zugehen. Und dass wir, also niemand wird wirklich sagen, nein, ich mache es alleine. Das Problem ist, dass allein diese Bereitschaft so ausgedrückt nicht reicht, sondern es muss irgendwie, es muss tiefer sitzen, es muss tiefer in die Herzen hinein, damit das in der Krise, wo nämlich der Instinkt erstmal ist, vielleicht doch erstmal auf sich selbst zurückzuziehen, damit es in der Krise auch effektiv wird. Und deswegen muss man nicht nur mal eine Veranstaltung machen, sondern man muss wirklich Strukturen schaffen, die so sind, wie es ja auch angedeutet wurde, dass das auch auf Bundesebene dann geschehen soll. Und man muss das öfters auch üben und durchexerzieren. Noch ein zweiter Punkt scheint mir interessant zu sein. Die Ukraine ist wie so ein Labor im Augenblick. Das brutalstmögliche, aber ein Labor, an dem man eben auch lernen kann. Zum Beispiel lernen kann,
dass ein ukrainischer Präsident, der praktisch jeden Tag mit seiner Bevölkerung kommuniziert, absolut entscheidend ist für das Durchhalten dieser Bevölkerung. Ich glaube, wenn der jetzt eine Woche krank würde und nichts mehr sagen würde, wäre das ein echtes Problem. Mhm. Diese Kommunikation, natürlich auch die Geschicklichkeit, mit der er es macht, aber auch, dass er es macht, selbst wenn er nicht so geschickt wäre, absolut entscheidend. Mhm. Und wir sehen, dass Thema Ukraine, etwa der Bundeskanzler 3 Tage nach der Invasion hat er die entscheidende Zeitenwende, das ist ja das Thema Rede, gehalten. Mhm. Das war sehr schnell, das war sehr dezidiert, das war klasse, würde ich mal sagen. Dann kam aber wochenlang nichts so richtig. Und das war in der Kommunikation auch ein Problem. Das konnte man ablesen an der Befindlichkeit der Bevölkerung. Das konnte ich ablesen, sogar auf dem Internet, auf Twitter. Okay, gut, da bin ich ganz bei Ihnen. Das ist mir auch gerade durch den Kopf gegangen. Die Ziele, die gesetzt werden, also bin ich total d'accord bei Ihnen. Die Frage ist, auch vom höheren strategischen Level aus betrachtet, wer setzt denn wann welche Ziele um? Also wie kriegen wir es auf die Straße, dass gehandelt wird? Weil keiner wird jetzt ein Veto dagegen einlegen, dass wir mehr kooperativ da sind. Irgendeine Idee noch Ihrerseits? Gut, Sie sehen, also General Breuer sitzt ja da vorne. Ich meine, sein territoriales Führungskommando ist ein solches kooperativ, auf Kooperation angelegtes Instrument, würde ich mal sagen, zivil-militärisch. Mhm. Ich kann das nicht so gut beurteilen wie er, aber ich würde mal sagen, es wäre gut, wenn auf der zivilen Seite auch, sagen wir, Ansprechpartner vermehrt wären, die ähnlich gut schon zusammengefasst sind, sodass sie ein guter Kooperationspartner für so ein militärisches Instrument dann auch sein können. Mhm. Also das sind Ansätze, die richtig sind, meines Erachtens. Ja. Wir schnappen uns die erste Frage. Es geht um Investitionen. Mit Ende des Kalten Krieges lief ja auch das Investitionspaket, das umfangreiche, aus. Und jetzt wollen wir gucken, also in Bezug auf den Zivilschutz in Deutschland, wie kommen wir denn dazu, dieses Budget wieder zu erhöhen? Weil es ist ja eigentlich dringend notwendig, oder? Investitionen in den Zivilschutz. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir Investitionen in den Zivilschutz, aber auch in den Katastrophenschutz in Deutschland brauchen. Nicht umsonst haben wir Haushaltsmittel in den letzten Jahren verstärkt in dem Bereich bekommen. Wir wissen aber auch ganz genau, dass das noch nicht ausreichend sein wird, sondern wir müssen natürlich in den nächsten Jahren auch noch nachlegen. Das heißt, in den nächsten Haushaltsjahren geht es darum, nachhaltig eine auskömmliche Finanzierung für den Zivilschutz zu erhalten. Das ist eine Auffassung, die Bund und Länder gemeinsam hier an der Stelle haben. Da sind wir uns auch einig. Bund und Länder tun an der Stelle auch schon ganz viel. Wir haben beispielsweise, das hat die Staatssekretärin, glaube ich, vorhin noch erwähnt, mehr Personal bekommen. Wir haben auch in diesem Jahr mehr Haushaltsmittel bekommen. Aber es ist nicht am Ende ausreichend. Sicherheit kostet Geld. Ja, die kriegt man nicht umsonst. Und insofern sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass wir da mehr brauchen. Und wenn investiert wird, dann natürlich in Vorsorgemaßnahmen, die die nationale Gesundheitsreserve beispielsweise betreffen, aber auch in moderne Ausstattung, die wir für unser Ehrenamt natürlich auch ausliefern wollen an der Stelle, aber auch in Zusammenarbeit. Mir ist immer ganz wichtig, dass man auch über die rein finanziellen Mittel hinaus die Zusammenarbeit, das Gemeinsame, von dem ich eben sprach, in das investieren muss. Und Bund und Länder haben sich beispielsweise auf das gemeinsame Kompetenzzentrum beim BBK vereinbart. Und das ist ein Beispiel dafür, wie Bund und Länder dafür stehen, dass genau dieser sektorübergreifende, ressortübergreifende und letztlich auch die ebenenübergreifende Zusammenarbeit besser in Zukunft funktionieren kann. Und dort sitzen eben alle gemeinsam an einem Tisch, um bei künftigen Krisenlagen schneller reagieren zu können, aber auch schon in der Zeit davor gemeinsam an guten Konzepten zu arbeiten. Mhm. Darf ich einen Satz ergänzen zu dem, weil das sehr nahe liegt, finde ich, wenn Geld gebraucht wird, Herr Kiesler hat ja begründet, warum, braucht man auch das Parlament. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo man nochmal sagen muss, es ist eben jetzt auch der Punkt in dem Bewusstseinswandel nicht nur der Bevölkerung gekommen, sondern ich finde auch im Parlament müsste ein solcher Bewusstseinswandel in dem Sinne eintreten, dass mehr Interesse, kontinuierliches Interesse an Sicherheitsthemen, innere wie äußere, vorhanden ist und das auch seinen Niederschlag findet, nämlich darin, dass, wie es ja schon als Vorschlag das lange gibt, das Parlament, will ich jetzt nicht konkret werden, aber sagen wir eine Woche hat im Jahr, wo sie speziell auch Sicherheitsthemen mal debattieren und nicht nur geknüpft an
die einzelne Entsendeentscheidung, diese Debatten haben wir ja, sondern genereller. Und dann auch in Verbindung mit, brauchen wir Geld, wenn ja, wie viel, für was, was sind unsere Prioritäten? Das hängt eng zusammen und da finde ich, hat das Parlament einen gewissen ja, auch Aufholbedarf. Ganz interessante Frage reingekommen, wer übernimmt denn die Struktur eines Krisenstabes auf ziviler Seite? Das kommt darauf an, würde ich jetzt sagen, auf welcher Ebene wir hier unterwegs sind. Lass uns versuchen, eine Lösung zu finden. Wenn es darum geht, dass wir natürlich eine kommunale Krise haben, dann übernehmen das natürlich die unteren Katastrophenschutzbehörden und werden dort ihre Krisenstäbe einrichten und Ähnliches gibt es auf der Länderebene und genauso gibt es das auf Bundesebene. Wir haben eben von Beispielen schon gehört. Und ich habe es auch in meiner Rede auch adressiert bereits, dass wir für genau solche nationalen Krisenlagen künftig eben regelhaft einen Krisenstab brauchen, der eben zusammenkommt, gut ausgebildet sein muss und dann eben solche Krisen auch bewältigen können muss. Und die Instrumente, die dafür vorgehalten werden müssen, sind einerseits das GKOP, was ich eben beispielsweise schon erwähnt habe, mit vielen anderen Lageeinrichtungen in Bund und Ländern kommuniziert und damit natürlich das gemeinsame Lagebild, das man braucht, auch produzieren kann am Ende des Tages. Und dann braucht es für den politischen Teil, den strategischen Teil auf der nationalen Ebene eines Krisenstabes. Und genau über dieses Modell denken wir ja intensiv nach. Und ich habe eben in meiner Rede ja auch eins davon schon benannt. Wir bleiben beim Thema Zivilgesellschaft. Wie können wir die Resilienz der Bevölkerung steigern? Nochmal nachgehakt, gerne die Frage auch an Sie beide. Ja, gerne. Also das ist eins meiner Leitmotive, auch von Anfang an gewesen, dass ich glaube, dass wir eine Sicherheitspartnerschaft mit der Bevölkerung brauchen. Ein ganz wichtiger Akteur, finde ich, im Bevölkerungsschutz heute. Wir alle wissen, dass der Staat am Ende des Tages zwar helfen kann mit seinem integrierten Hilfeleistungssystem, an dem ganz viele ehrenamtliche Hilfsorganisationen beteiligt sind, aber irgendwo müssen auch die Menschen selbst einen Teil dazu beitragen können am Ende des Tages und da gilt es, die Menschen eben zu befähigen, dass sie das können, ihre Kompetenzen dorthin zu entwickeln. Und ich glaube, dass das eine der großen Herausforderungen ist, die Selbstschutz, Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung zu stärken, das mit unseren Partnern und Akteuren, die wir gemeinsam haben, tun wir bereits. Ja, das heißt also, wir gehen auf die Menschen zu und reden mit ihnen darüber, bieten ihnen diese Kompetenzmöglichkeiten an und verschaffen damit natürlich auch eine Haltung in der Bevölkerung, sich nicht ohnmächtig zu fühlen, das ist mal ganz wichtig. Ja, Selbstwirksamkeit. Herr Brusse. Ja. Auf derselben Linie, mit etwas anderen Worten und Schwerpunkten. Ja. Ich glaube, dass Menschen in Krisen ganz generell, die meisten Menschen wenigstens so reagieren, dass sie Orientierung gerne hätten. Mhm. Nicht genau gesagt bekommen, du musst jetzt genau das machen, aber doch Orientierung. Mhm. Und deswegen, egal wie man vorbereitet, das ist alles gut, aber ich glaube, dass in der Krise der Staat an der Spitze vor allem eine Verantwortung hat, so zu kommunizieren, dass er diese Orientierung überbringt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das überhaupt nicht geschieht. Natürlich geschieht das auch gegenwärtig, aber ich habe den Eindruck, dass da die staatlichen Strukturen gewisse Schwachpunkte haben und dass das schon in der jetzigen Lage dezidierter geschehen sollte. Aber vor allem dann auch in wirklichen Krisensituationen muss es geschehen, weil das Beispiel Zelensky macht sehr deutlich, wie entscheidend das für Durchhaltefähigkeit, für Orientierungsfähigkeit einer Bevölkerung ist. Darauf sollte man, das kann man auch nicht alles aus dem Stand. Darauf muss man sich auch ein bisschen vorbereiten, durch Strukturen, durch Überlegungen, durch die geeigneten Personen an den richtigen Stellen. Sie haben gerade das Beispiel Zelensky angesprochen. Da geht es ja auch immer wieder um die Frage, also wie viel bringt sich jeder hier ein, wie viel macht man gemeinsam, wie viel macht man alleine. Deswegen nochmal die Frage im Punkto des Zivilschutzes. Ihrer Ansicht nach, wo sollten wir in Deutschland autark sein und wo sollten wir die internationalen Kooperationen suchen? Also ich glaube, dass ein Ziel unserer Maßnahmen im Augenblick immer sein sollte, natürlich als Deutschland auch, das ist glaube ich unser staatlicher Daseinsauftrag, den wir da sicherlich auch haben, ein Stück weit mit der Krise selbst auch fertig werden zu können. Das schließt aber nicht aus, dass wir europäisch oder global denken lernen müssen, denn erstens Krisen, wie wir heute auch schon mehrfach gesagt haben, machen ja nicht vor Staatsgrenzen halt. Das heißt, wir müssen kooperieren. Und ganz konkret machen wir das ja auch schon. Es gibt ein EU-Gemeinschaftsverfahren, das heißt ein Katastrophenschutzverfahren, wo wir uns gegenseitig unterstützen. Da sind wir Teil auch dieser Entwicklung.
Das Kleeblatt, wo wir Patienten aus der Ukraine beispielsweise in Deutschland aufnehmen, ist ein gutes Beispiel dafür, wo wir helfen, aber genauso gut denken wir in Zukunft sicherlich häufiger darüber nach, wie wir auch Kompetenzen aus anderen Ländern aufnehmen können, bei der Waldbrandbekämpfung beispielsweise. Es wäre so ein Thema, wo das sicherlich auch in Zukunft öfter mal vorkommen kann. Mhm. Kooperation kann auch früher einsetzen, man kann ja auch von Nachbarn lernen. Also die Balten zum Beispiel haben ganz eigene Systeme, die sie besser kennen als ich, der Zivilverteidigung, wo sie sich darauf vorbereiten. Vielleicht können wir daraus was lernen und das sollten wir systematisch auswerten, was da vorhanden ist an Erfahrung. Ein letzter Satz, was nehmen wir aus dem Gespräch mit raus, was gehört auf die Wunschliste? Sie haben 10 Sekunden, die ganze Welt hört Ihnen zu. Ich glaube, Gemeinsamkeit macht uns stark und ich glaube, das ist die zentrale Herausforderung, dass wir in den nächsten Jahren gemeinsam Bund, Länder und viele andere Akteure versuchen, im Krisenmanagement besser zu werden. Dankeschön, Herr Bruse. Das Motto Gemeinsamkeit macht uns stark, teile ich wirklich entscheidend. Dazu gehört eben auch eine gut abgestimmte professionelle Kommunikation. Das halte ich für ganz entscheidend. Herzlichen Dank, Herr Bruse und Herr Tiesler. Dankeschön. Herzlich willkommen zurück. Auch an alle, die online dazugeschaltet sind. Wir haben bereits einiges erfahren dürfen in den 3 Themenblöcken, die vorangegangen sind. Zum Abschluss der Veranstaltung möchten wir alles nochmal in ein großes Learning zusammenfassen. Hier haben deswegen die Bühne auch voll besetzt und möchten nochmal den Gedanken weiterentwickeln. Was bedeutet das alles, was wir heute gehört haben, für das strategische Krisenmanagement? Aber auch konkret, wie blickt die Wissenschaft darauf? Was heißt das für die Managementstrukturen? Was darf, was muss sich da ändern? Und auch, wie spielen vielleicht technologische Entwicklungen und Aspekte bei den ganzen Weiterentwicklungen mit rein? Und jetzt möchte ich Ihnen gerne erstmal die Gesprächspartner dieser Runde vorstellen, des Panels vorstellen und möchte mich erstmal an den Herrn widmen, hier, der online dazugeschaltet ist. Er kann leider nicht persönlich vor Ort sein. Wir bedanken uns herzlich, dass er online dazugeschaltet ist. Vom Forschungszentrum Öffentliche Sicherheit, Technische Universität Braunschweig, Herr Professor Dr. Lars Gerhold. Guten Tag, Herr Professor Gerhold. Einen schönen guten Abend. Danke, dass... Das ist ein Gruß dazu, denn ich bin im Thema Liebling, ich sitze in der Corona-Infektion zu Hause. Wir wünschen Ihnen eine gute Besserung. Oh, oh, oh. Dann auch neu dazugekommen, der stellvertretende Leiter der Abteilung Krisenmanagement im Bundesministerium des Innern für Heimat, Herr Dr. Christoph Hübner. Herzlich willkommen, schön, dass Sie unsere Runde bereichern. Gerne hier. Und schon auf der Bühne heute hier empfangen dürfen Herrn Generalleutnant Carsten Breuer. Danke, dass Sie bei uns sind. Herr Albrecht Brömme, hatten wir auch direkt zu Beginn auf der Bühne. Herr Botschafter Eckhard Brose. Und Herr Ralf Tiesler als willkommener Dauergast auf der Bühne. Genau. Ja, herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie an dieser Gesprächsrunde teilnehmen. Zu Beginn möchten wir uns gemeinsam die Stimmen des Publikums anschauen und schauen Sie mal hier das Ergebnis. Wir wollten wissen, welche Handlungsfelder sind Ihrer Meinung nach im Krisenmanagement am dringlichsten? Und hier kommt sie dann gleich eingespielt. Eine riesengroße Wolke. Sie können das schon mal in Ruhe lesen. Herr Professor Gerhold, können Sie es auch lesen? Gut. Ah, okay, vielleicht können wir es gleich noch zu Ihnen auch reinbringen. Gut, Ausbildung, einheitliche Kommunikation, Bevölkerung, Vernetzung, Sicherheitspartnerschaft, DV 100, Friedenszeiten, Betreuungsreserve, ganz viele Begriffe. Ja, ich gebe mal so eine Schnellfrage hier in die Runde rein, vielleicht einfach so mit 2 Sätzen. Sehen Sie hier etwas bei den Antworten im Publikum oder auch für sich selber etwas, was für Sie ganz oben auf die Prioritätenliste gehört, was wir noch nicht heute besprochen hatten? Vielleicht, Herr Professor Gerhold, Sie sind online dazugeschaltet, fangen wir da mit Ihnen an. Ich habe schon ganz intensiv geschaut, ob hier
etwas entdecken kann. Ich habe es nicht auf Anhieb gesehen. Bevölkerung ist immer ein gutes Stichwort, das finde ich per se gut. Was mir vielleicht am Herzen liegen würde, ist aber auch schon mal so gesagt worden, ich glaube, wir müssen intensiv in die strategische Vorausschau investieren, und zwar nicht nur im Blick darauf, welche Gefahren und Bedrohungen auf uns zukommen könnten, sondern wir müssen strategische Vorausschau für uns alle mitdenken. Also welche Veränderungen müssen denn Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben zu machen? Welche Veränderungen müssen in der Wissenschaft passieren? Welche Veränderungen müssen in der Bevölkerung passieren, damit wir zukünftig gut aufgestellt sind? Und das können wir, glaube ich, zukünftig besser, als wir es bisher machen. Dankeschön. Herr Dr. Hübner. Also ganz neue Sachen habe ich jetzt noch nicht entdeckt, oder da sind so viele Sachen drauf, ja. Dass ich, und so viel wurde schon besprochen. Ich glaube, dass die Kommunikation ganz wichtig ist, und das wurde auch in den ganzen Krisen, die wir jetzt hatten, deutlich, aber auch ganz entscheidend ist die Zusammenarbeit innerhalb der Bundesregierung, aber auch die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern. Da müssen wir zu klaren Strukturen kommen, zu schneller Entscheidungsfähigkeit. Und wenn man das hat, dann ist es auch gut, wenn man das einheitlich kommuniziert. Dankeschön. Herr Tiesler, in zwei Sätzen, welche Handlungsfelder sind bei Ihnen im Krisenmanagement am dringlichsten? Ich glaube, das bringt diese Wolke auch so ein bisschen zum Ausdruck, wenn sie auf Kommunikation beispielsweise abhebt. Ich glaube, dass die Zusammenarbeit, die strategische Vorausschau, dass das tatsächlich eine der Kernbotschaften ist, die Kommunikation mit der Bevölkerung. Ja. Und das, was mir ein bisschen heute zu kurz kommt, ist das Thema Üben, Üben, Üben und Lernen, Lernen. Deswegen sitzen wir auch heute hier zusammen, das heißt auch Ausbilden. Ich glaube, das sind Themen, die sicherlich auch als Kenntnis dieses heutigen Tages wir unbedingt mitnehmen müssen. Herr Bruse? Also ich würde vielleicht im Lichte dessen, was gesagt wurde, den Begriff strategische Vorausschau gerne so ein bisschen ausdifferenzieren, weil es ist nicht, wie vielleicht mancher denkt, die Fähigkeit, um die Ecke zu gucken und zu wissen, was irgendwie morgen kommt. Das ist nicht strategische Vorausschau. Sondern strategische Vorausschau ist ja eigentlich das Denken in möglichen Zukünften. Das heißt, wir legen uns nicht darauf fest, nur das zu denken und wahrzunehmen, was jetzt ist, unsere Sicherheitslage heute, unsere Wahrnehmung heute, sondern wir sagen, wie könnte sie denn sein morgen, so oder so oder so, und was kann man daraus eventuell folgern, wo sind Entscheidungspunkte, dass wir dahin kommen und nicht da landen. Das ist strategische Vorausschau. Deswegen, ja, sie ist wichtig, die BAKS betreibt sie auch in der Tat, aber sie ist nicht ein Allheilmittel. Also da will ich ein bisschen vorwarnen, dass wir mit strategischer Vorausschau jetzt ganz genau ein Rezept sozusagen bekommen, was wir machen sollen. So wird es nicht sein. Danke. Herr Brümmer. Also ich habe mir eigentlich erwartet, und das will ich hier am Anfang auch nochmal sagen, dieser Podiumsdiskussion, dass wir auch bei diesem Nachmittag zwei, drei Ergebnisse haben, wo wir sagen können, aha, mit den Gesprächen, die wir heute hier geführt haben, machen wir erstens, zweitens, drittens. Wenn die Feststellung wäre, dass wir eigentlich alles richtig gemacht haben, dann könnte man sich fragen, was haben wir denn eigentlich, warum haben wir wirklich nichts falsch gemacht? Und ich bin der Meinung, dass wir das Thema Kommunikation und auch das Thema Zuständigkeiten besser regeln müssen. Und da regle ich nicht von Bund, Länder, sondern die Zuständigkeiten aufgabenbezogen. Wir leiden in Deutschland unter dem Begriff der Verantwortungsdiffusion und Ressortegoismus. Das sind so ganz hässliche Begriffe, aber ich erwähne sie, weil wir das auch so erleben. Und wir können das ändern, weil das ja unser Verhalten darstellt. Und wenn viele nur immer sagen, was ist meine Zuständigkeit, und bloß nicht nach links und nach rechts gucken, lass die anderen ruhig mal sehen, wie sie wurschteln, dass Landkreise hängen gelassen werden, das haben wir auch an der Ahr gesehen. Ein Landrat, der wurde auch öffentlich schon zugrunde geredet, weil er vermeintlich Fehler gemacht hat. Und dann fragt man sich, wer wird denn eigentlich dann noch Landrat? Oder wer wird noch der Führer einer Feuerwehreinheit ehrenamtlich, wenn er anschließend sich rechtfertigen muss für alles, was er vermeintlich falsch gemacht hat? Da müssen wir also auch in dem Umgang mehr Respekt und mehr Toleranz. Das ist ein Ding, ist etwas, was ich als dringenden Handlungsbedarf sehe. Herr Generalleutnant Breuer.
Ich würde gerne in dasselbe Horn blasen, mal noch einen Aspekt mit hinzunehmen. Ich glaube, wir müssen den Begriff Zuständigkeiten durch Verantwortung ersetzen, weil Zuständigkeiten bleibt immer irgendwas im Raum liegen. Bei Verantwortung hat es jemand in der Hand. Insofern volle Zustimmung zu Herrn Brömmer. Ich würde aber gerne etwas sagen, was mir bei der Wortcloud fehlte. Das sind nämlich die schwarzen Schwäne. Also Rumsfeld hat ja irgendwann mal von den Unknown Unknowns gesprochen. Ich glaube, das, was wir in Deutschland immer wieder sehen, sind die Unwanted Unknowns. Also die Probleme, die wir sehen, die wir auch erfassen könnten, für die wir aber keine Lösung haben. Und deswegen lassen wir sie beiseite. Wir stecken also ganz häufig unseren Kopf in diesen Treibsand des Krisenmanagements und lassen es dabei. Wir müssen uns um die Unwanted Unknowns kümmern, um die Dinge, die wir sehen können, für die wir aber vielleicht jetzt noch keine Lösung haben und uns darum bemühen. Das verspricht eine spannende Diskussion. Ich möchte jetzt erstmal die wissenschaftliche Perspektive hören. Herr Professor Dr. Gerholz, Sie sind Professor für das Fachgebiet interdisziplinäre Sicherheitsforschung. Wie blicken Sie als Wissenschaftler auf die Lehren, auf die Aussagen, die heute im Verlauf des Tages schon getroffen wurden? Und welche Lehren können Sie für das Wissensmanagement daraus ziehen? Wie ordnen Sie das Ganze ein? Jetzt hängen Sie sozusagen mein Statement aber ganz schön hoch und ich werde jetzt nicht den Daumen hoch oder Daumen runter senken, das wäre anmaßend, das zu tun. Ich blicke jetzt hier als Wissenschaftler und ich freue mich natürlich, dass die Wissenschaft hier in der Runde mit dabei sein darf, zumindest in dieser Abschlussrunde und kann vielleicht ein paar Eindrücke wiedergeben. Das Erste, was ich ganz hervorragend finde, ist das, was ganz am Anfang gesagt wurde, das habe ich auch mir als Erstes aufgeschrieben, diese Veranstaltung macht deutlich, hier will gelernt werden, wir wollen lernen. Und was diese Veranstaltung auch deutlich macht, es wurde schon gelernt. Denn viele Diskussionen, die wir die letzten Jahre verfolgen, das ist mein Fachgebiet aus der Psychologie, wie blicken wir auf die Bevölkerung, auf die Menschen, da hat sich vieles getan. Auf einmal ist es doch gar nicht mehr der Nicht-Vorsorgende, wie sagen wir immer so schön, die Vollkasko-Mentalität in der Bevölkerung, die in den Vordergrund gerückt wird, sondern da wird von Partnerschaft gesprochen und das halte ich für ausgesprochen wichtig. Also ich habe ganz viele Dinge gehört, die wir in der Wissenschaft schon lange, glaube ich, so auch vertreten. Wir haben schon lange dafür geworben, Bevölkerungsschutztage zu machen, Warntage zu machen, offen zu kommunizieren, nicht zu versuchen, die Bevölkerung zu schützen, sie nicht mit Gefahren zu konfrontieren. Das ist immer mal so ein Credo gewesen. Also können die das eigentlich anders, die Bevölkerung vertragen, wenn man denen die Wahrheit sagt über das, was möglich ist. Und wir glauben, dass es eben geht. Das, was wir aus der Veranstaltung sehen, ist das, was wir aber auch in der Wissenschaft in vielen Punkten schon gesehen haben, an verschiedenen Diskussionsstellen, in Papern, in anderen Publikationen. Und ich habe mir so drei Punkte rausgegriffen, auf die ich vielleicht ganz kurz eingehen möchte, die mir hier auch aufgefallen sind. Ein zentrales Thema, es wurde angesprochen, ist das Thema Vertrauen. Und da haben wir ein Problem. Denn wir brauchen ganz hohes Vertrauen in die Personen, die hier auf dem Podium sitzen und ihre Institutionen, für die sie stehen, natürlich auch in die Wissenschaft, auch in die anderen Akteure, die noch im Raum sind, weil wir es mit Krisenlagen zu tun haben, die, wenn sie auch noch gemeinsam auftreten, für die Menschen so komplex sind, dass man natürlich relativ schwierig da auch erkennt, wie kann ich da eigentlich handeln. Vorhin ist mal das Wort nebenbei gefallen, Selbstwirksamkeit. Wie kann ich Selbstwirksamkeit denn entwickeln in so komplexen Lagen? Das kann ich nur, wenn ich gleichzeitig darauf vertrauen kann, dass diejenigen, die für Schutz und Sicherheit sorgen, dass die das eben auch können und dass die das auch machen. Das zweite Thema ist Kommunikation, das brauche ich nicht vertiefen, das ist an ganz vielen Stellen gesagt worden. Und das dritte Thema, was mich natürlich umtreibt, ist das Thema Risikobewusstsein und wie nehmen wir die Bevölkerung mit. Und da möchte ich ganz kurz ein paar ganz aktuelle Zahlen, nämlich von vorgestern, präsentieren. Wir leben ja gerade die Kommunikationskampagne des BBK, in den Tageszeitungen ist sie mit drin. Und wir haben gerade vorgestern frische Daten repräsentativ für Deutschland reinbekommen, die besagen, dass also immerhin mittlerweile 25% der Deutschen die Kampagne für alle Fälle vorbereitet kennen. Das ist eine sehr hohe Zahl. Vor 5-6 Jahren waren wir bei 7-8%. Also wir können davon ausgehen, ein Viertel der Deutschen hat davon etwas gehört. Und wir können auch sagen, dass die das kennen, dass die sich entsprechend auch besser vorbereiten. Wir haben heute insgesamt immerhin 50% der Befragten, die sagen, ich bin für 10 Tage, habe ich Lebensmittel vorgesorgt. Das ist auch eine sehr hohe Zahl. War vor 6-7 Jahren auch viel geringer.
Ich glaube also, dass sich im Bereich dieses berühmten Risikobewusstseins, der Sensibilität in der Bevölkerung ganz schön etwas getan hat. Und da ist eine Sache, und damit komme ich gleich zum Schluss meines Statements, vorhin gesagt worden, die ich ganz entscheidend finde. Ich glaube, Herr Thiester hat das gesagt, Herr Brose hat das aber auch nochmal unterstrichen. Wenn wir sagen, wir wollen eine Bewusstseinsveränderung oder wir wollen mehr Bewusstsein in der Bevölkerung haben, dann ist das etwas, was in der Politik liegt. Wir müssen also zuerst danach fragen, wie risikobewusst ist denn die Politik eigentlich? Ja, und wir haben uns im Auftrag des BBK vor einiger Zeit ja auch mit der Frage beschäftigt, warum sind die Risikoanalysen da nicht so durchgedrungen? Warum ist das Thema Bevölkerungsschutz nicht ein Dauerthema? Herr Brose hat, glaube ich, gesagt, so eine Woche im Jahr wäre doch gut. Ja, wo wir sagen, da muss sich die Politik auch damit beschäftigen. Und das hat natürlich viele Gründe, die ich jetzt nicht ausführen möchte, aber ich glaube, genau das ist der Punkt. Wir brauchen eine kontinuierliche Aufmerksamkeit für unser Thema auf der politischen Entscheidungsebene. Dann können wir auch sozusagen den Spieß umdrehen und können sagen, so, liebe Bevölkerung, jetzt wollen wir auch, dass du folgende Maßgaben erreichst, weil wir kümmern uns wirklich auch durchgängig um das Thema und deswegen erwarten wir das ein Stück weit von dir auch. Denn gleichzeitig, das muss man, glaube ich, auch noch hervorheben, das, was wir als Bevölkerungsverhalten gesehen haben, da sind wir eben auch ganz gut darin, auf die Dinge zu verweisen, die nicht so gut funktioniert haben. Ja, dann waren die Regale halt mal leer. Aber insgesamt haben wir doch ein unfassbar großartiges eine unfassbar großartige Hilfebereitschaft gesehen. Bei allen Krisen, über die wir heute gesprochen haben, das Cyberthema lasse ich jetzt mal außen vor, das ist ein bisschen schwer zu fassen, haben wir erlebt, dass Menschen füreinander eingestanden sind und dass Menschen füreinander sich eingesetzt haben und sich geholfen haben. Und die Menschen sind auch die, die in der Krise als erstes um sich selbst sozusagen sich sorgen müssen. Und das muss man, glaube ich, erstmal alles auch ganz positiv hervorheben und ganz positiv herausstellen. Und dann kann man das kommunikativ verarbeiten und kann sagen, okay, wie können wir dadurch noch für die Resilienz in der Bevölkerung etwas tun? Dankeschön. Herr Professor Gerold, erstmal für Ihre Einordnung. Ja, Glückwunsch auch zum Erfolg dieser Awareness-Kampagne zur Vorsorge. Wobei ich direkt gedacht habe, ich habe immer grundsätzlich für mindestens 20 Tage Lebensmittel im Haus, einfach weil ich so gerne esse. Aber das ist ein anderes Thema. Wir möchten gerne nochmal öffnen, Herr Hübner, mit Ihrer Einordnung, mit Ihrer Perspektive. Sie haben den Tag aufmerksam verfolgt. Wie ist Ihre Einschätzung? Was nehmen Sie mit? Ich finde, dass wir unheimlich viel lernen können und lernen müssen. Wir müssen out of the box kommen, das sind die schwarzen Schwäne, denn wir leben alle, obwohl wir uns mit dem Thema Bevölkerungsschutz intensiv befassen, ganz viele in diesem Raum und hier auf dem Podium, doch alle in unterschiedlichen Kreisen mit ganz unterschiedlichen Perspektiven und es ist gerade dieser Wechsel der Perspektive so unheimlich wichtig, um zu verstehen oder um das Problem und die Herausforderung des Bevölkerungsschutzes in Gänze zu verstehen und weiterzukommen. Ich kann vieles teilen, was der Kollege aus Braunschweig gerade gesagt hat. Nur ich bin, um mal eine streitige Diskussion zu starten, nicht überzeugt, dass die Politik ständig das Thema Bevölkerungsschutz in den Medien transportieren muss. Ich war sehr beeindruckt von der Rede des Bundeskanzlers, dass er einmal gesagt hat, wir haben eine Zeitenwende. Und das hat, glaube ich, so viel gebracht, auch für den Bevölkerungsschutz insbesondere insgesamt gebracht, dass eine gute Botschaft, die dann mit Taten gestützt wird, mehr bringt, als ständig über dieses Thema zu reden. Ich glaube, das war ein richtiger Weckeffekt, der entstanden ist. Denn wir hatten schon viele Krisen vorher, die vielleicht nicht so dramatisch waren wie der Krieg in der Ukraine. Und Herr Brümme insbesondere sprach immer von der Demenz, von der Krisendemenz, dass dann sehr schnell das vergessen wurde und es keine nachhaltigen Wirkungen auch in der Bevölkerung erzielt hat. Das ist ja, wie der Professor gerade feststellte, jetzt sehr anders. Und ich glaube, dass die Menschen verstehen, dass sie sich auch um sich selbst kümmern müssen, dass der Staat natürlich sich um sie kümmert, aber zunächst erstmal, dass die Menschen eine Zeit lang selber durchhalten müssen. Und eine gewisse Autarkie bei aller notwendigen Zusammenarbeit im Bevölkerungsschutz ist ganz wichtig. Das gilt für jeden Einzelnen, dass er eine Zeit lang widerstandsfähig ist und durchhalten kann. Das gilt aber ganz bestimmt auch für Deutschland. Danke. Dankeschön. An dieser Stelle, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben die Q&A-Funktion für Sie freigeschaltet. Sie können also mit uns hier im Panel kommunizieren. Schicken Sie uns Ihre Fragen ins Gespräch rein, selbstverständlich auch alle, die online da zugeschaltet sind. Herr Professor Gerold, in der Wissenschaft ist Ihr Wissensschatz immer, kann ein enormes Tool sein bei der Bewältigung von Krisen.
Ja, wir hatten heute auch Herrn Wieler hier sitzt und so. Haben Sie denn den Eindruck, dass dieser Wissensschatz adäquat genutzt wird in Deutschland, adäquat, dass Sie ihn adäquat einbringen können auch? Oder sagen Sie, der Wissensaustausch miteinander, das ist ja das große Stichwort, Kommunikation miteinander, sollte mehr koordiniert werden, sollte mehr institutionalisiert werden? Was sagen Sie aus wissenschaftlicher Seite? Also ich fange mit etwas Positivem an. Ich glaube, es gibt mittlerweile sehr viele Runden, Gremien, in denen Wissenschaft mit Praxis gut zusammenkommt und gut im Austausch steht. Ja, das Sicherheitsforschungsprogramm, die Forschungsprojekte, das WBK, das sind alles richtige Schritte, wo zusammengearbeitet wird. Nichtsdestotrotz gibt es einfach sehr, sehr viel Wissensschätze, die, glaube ich, nicht gehoben wird. Das ist aber kein Vorwurf an die PraktikerInnen, weil die werden nicht anfangen, sich durch irgendwelche wissenschaftlichen Journals zu forschen. Ja, Wissenschaft folgt leider einer eigenen Logik und die Logik lautet, wir publizieren in bestimmten Maße, wir erwarten, dass andere Kolleginnen und Kollegen unsere Aufsätze lesen und kritisieren. So entsteht wissenschaftlicher Fortschritt, das ist auch gut und so entsteht auch wissenschaftliche Qualität. Dieses System ist aber nicht darauf angelegt, Wissen für die Praxis bereitzustellen. Das ist zumindest nicht die Kernaufgabe und das macht das natürlich etwas schwierig. Und ich glaube, was wir an dieser Stelle brauchen, ist etwas wie eine Transferstelle. Ich habe das an anderer Stelle schon mal gefordert. Es braucht eine zentrale Stelle, die eben nicht auf so einer Projektebene mal 3 Jahre ein bisschen gefördert ist, die wissenschaftliches Wissen sammelt, aufbereitet, systematisch bewertet, auch umformuliert und in einfachere Versionen sozusagen überführt und dann für diejenigen, die es nutzen können, eben auch nutzbar macht. Wir versuchen so etwas gerade beim Thema psychosoziales Lagebild. Wir haben in der Corona-Pandemie das Thema psychosoziale Lage zu lange ignoriert. Auch in den Krisenstäben war das eher sozusagen, das ist nicht die konkrete Lage, das ist dann vielleicht später mal ein Thema. Und viel wissenschaftliche Erkenntnisse, es werden wahnsinnig viele Daten erhoben zu diesem Thema, die sind einfach nicht greifbar, die sind einfach nicht zugänglich, weil man sie gar nicht findet, weil man gar nicht weiß, wo man sozusagen gucken muss. Und was wir versuchen als ein Beispiel dafür, ist, dass wir eben versuchen, eine Plattform zu schaffen, wo man nach ganz simplen Suchbegriffen schauen kann, was sind denn die neuesten Erkenntnisse, was sind denn die neuesten Statistiken und Daten zu diesem Thema. Das muss nicht jede Behörde selber erheben. Dafür gibt es jede Menge Daten, die man nutzen kann. Aber die Verfügbarmachung dieses Wissens, das ist entscheidend und das gelingt uns bisher nicht. Und diese Transferstelle, und damit komme ich da auch zum Schluss, muss auch eine Schnittstelle zum GKOP haben. Denn das fehlt mir im GKOP bisher, da steht ja so wunderbar drin, alle wichtigen Partner des Bevölkerungsschutzes sind da dabei und da muss die Wissenschaft zumindest über eine Schnittstelle integriert werden. Das halte ich für absolut zentral. Spannender Vorschlag. Vielen Dank. Ich gebe den Gedanken direkt mal hier rein. Was denken Sie dazu, was Sie jetzt gerade gehört haben? Kann ich nur bestätigen. Also wirklich Wissenschaft mit dazu. Wir haben das im Corona-Krisenstab über dieses halbe Jahr sehr intensiv erlebt. Es war eine enge Verbindung zwischen dem eigentlichen Krisenmanagement, aber darüber hinaus eben auch mit dem Expertinnenrat. Das war so gewinnbringend, dass man wirklich gegenseitig schauen konnte, was kommt als nächstes, was muss getan werden, welche Effekte entstehen dabei. Ja. Voll unterstrichen und man müsste es sehr viel mehr institutionalisieren. Ja, bitte. Dürfte ich einfach noch etwas einen anderen Aspekt beitragen oder auf einen anderen Aspekt hinweisen in der Diskussion. Viele der Gefahren, von denen wir reden und von denen wir ja auch die Bevölkerung letztlich überzeugen wollen, dass sie real sind, dass man sich auf sie vorbereiten muss, sind anschaulich. Also man kann sich als Bevölkerung vorstellen, was passiert, wenn kein Wasser mehr fließt oder wenn der Strom ausfällt. Und so weiter. Cyber ist nicht so anschaulich. Und wir haben von dem Kollegen Landrat aus Rheinland-Pfalz, war es, glaube ich, gehört, dass Leute ihn angerufen haben und gesagt haben, wieso, ein Hacker war da dran, dann, was hat er denn kaputt gemacht? War der im Keller und hat mit dem Hammer da auf den Computer eingeschlagen? Also da sind Welten dazwischen. Und Cyber ist eine Sphäre, die nicht sich selbst so ohne weiteres erklärt für die Bevölkerung, für die großen Gruppen. Ich war gerade in Israel und habe ein bisschen gesehen, was die da so machen. Also das ist auf einem ganz anderen Level, glaube ich, als wo wir uns derzeit befinden. Das BMI, wo wir hier ja zu Gast sind, ist federführend und hat da, glaube ich, eine riesige Aufgabe. Nicht nur in der Sache, das ohnehin, sondern auch in dem Narrativ, in der Vermittlung, inwiefern das ein super zentraler Bereich ist. Im Militärischen ohnehin auch, aber eben nicht nur da, sondern auch zivil. Herr Bruse, haben Sie ein Beispiel, was da gut funktioniert? Israel, sagten Sie, ne? Also, ich will jetzt nicht sagen, dass in Israel alles gut funktioniert, augenblicklich, ja, politisch Beispiel, vielleicht nicht, aber was die gemacht haben, ist zum Beispiel, dass sie
dass sie das ganze System, nachdem Projekte ausgeschrieben werden, total geändert haben. Von einem administrativen System, vergleichbar etwa unseren Ausschreibungen, zu einem System einer Public-Private Partnership, die sehr viel höhere Risikoschwellen akzeptierte, die sehr viel mehr Failure einfach auch akzeptierte, dass Dinge schief gehen, dass man 10 Projekte lostritt, alle für 100.000, 9 gehen kaputt, die 900.000 sind weg, aber die 100.000, die einen, die werden zum Erfolg und daraus wird eine Millionensache und das wird groß. Also eine, wie die sich dort ausdrücken, eine DNA-Change, also wirklich eine andere Art an Ausschreibungen, an kommerzielle Prozesse heranzugehen, Startups sehr viel stärker einzubinden in die Prozesse und so. Ich will nicht sagen, dass das hier vollkommen unbekannt ist, aber ich glaube, da sind wir wirklich sehr weit von entfernt. Wir sind sehr bürokratisch, denke ich, in unserem Herangehen noch immer an diese ganze Sphäre. Und das verträgt die schlecht, weil die sich unheimlich schnell bewegt und eine unheimliche Dynamik erfordert, die einfach in diesen sehr bürokratischen Prozessen schwer nachzuempfinden ist. Okay, verstanden. Jetzt haben wir einen wunderbaren Aufschlag erhalten von Herrn Professor Gerold. Toll, auch die Datenbank, an der er arbeitet. Haben Sie den Eindruck, dass an den entscheidenden Positionen, und das muss ja nicht mal oberste Führungsebene sein, das kann ja komplett auch durch die Kommunen oder sonst wo langlaufen, dass wir dort, ich sag mal, einen ausbaufähigen Zugang an Informationen aus dem wissenschaftlichen Bereich haben oder dieser, ich sag mal, sachgerechter, empfängerinnengerechter aufbereitet sein könnte und dass wir dadurch einen Schritt nach vorne kämen? Also wenn Sie sagen ja. Ja, natürlich, also definitiv. Also ich glaube, dass Forschung und Wissenschaft für den Bevölkerungsschutz ja kein neues Thema ist. Nicht umsonst gibt es das Forschungsforum, das sich mit den Themen im Kontext der Sicherheit eben dann auch auseinandersetzt. Wir haben auch eigene Förderbereiche in dem Bereich. Wir arbeiten beim BMBF mit einem seit langen Jahren mit einem Forschungsprogramm zur zivilen Sicherheitsforschung. Das heißt also, das Thema ist durchaus in der Wissenschaft schon angekommen. Aber was Professor Gerold adressiert, ist erstens der Zugang zu den Erkenntnissen, dass der für die Praxis natürlich auch notwendig sein muss. Das heißt, dahinter steckt am Ende aber auch der Auftrag, Forschung und Forschungsergebnisse für die Praxis verständlich machen zu können. Und ich glaube, diese Herausforderung ist nochmal eine besondere. Da steht auch das BBK natürlich mit, aber auch viele andere dafür, dass wir Wissenschaft und Erkenntnisse für die Praxis verständlich machen müssen. Das heißt, Forschungsförderung darf am Ende natürlich nicht in der Schublade deswegen landen, weil die Ergebnisse von niemandem verstanden werden. Und die Herausforderung, die da entsteht, ist bei Beantragung von Forschungsvorhaben eben schon sehr frühzeitig diesen Praxisweg oder den Weg in die Praxis eben mit zu berücksichtigen als Auflage für das Projekt. Herr Hübner, haben Sie denn den Eindruck, wir sprechen immer wieder über Strukturen und potenzielle Neuorganisation der Strukturen im Verlauf des Tages, dass diese strikte Trennung zwischen Zivilschutz im Verteidigungsfall und Katastrophenschutz für alle nicht militärischen Gefahren, dass das überhaupt noch zeitgemäß ist? Ich glaube, wir haben gar nicht so eine strikte Trennung. Die steht vielleicht auf dem Papier. Okay. Denn im Grundgesetz haben wir die Zuordnung, dass der Zivilschutz Sache des Bundes ist und weil der Katastrophenschutz nicht erwähnt ist, liegt er bei den Ländern. Das ist aber nicht unsere Bevölkerungsschutzwirklichkeit in Deutschland. Die ist durch ein sehr kooperatives Modell geprägt und das so funktioniert, dass der Bund die Länder im Katastrophenschutz unterstützt, aber in den Bereichen Zivilschutz. Die Länder wiederum auch im Zivilschutz für den Bund in Auftragsverwaltung tätig sind. Wir sind also mit Bund, Ländern und auch den Kommunen, insbesondere den Feuerwehren, vollständig verzahnt. Und zu glauben, dass das unterschiedliche Paar Schuhe sind, das greift letztendlich zu kurz. Insofern, ich glaube nicht, dass es überholt ist, sondern dass wir gerade die Schwierigkeiten, die mit diesen unterschiedlichen Verwaltungsebenen, die wir in Deutschland haben, dass wir damit das Beste rausholen müssen, denn der Föderalismus ist Segen und Herausforderung zugleich. Und das beste Beispiel dafür ist das GKOP, das jetzt im Sommer auf der Innenministerkonferenz durch die Innenminister gegründet wurde, auch schon gerade erwähnt von Herrn Professor Gerold, den wir jetzt gerade aber dort auf dem Bildschirm sehen können. Und dass gerade diese Hürden zwischen Bund und Ländern überwinden sollen, das ist eine Plattform, wo Bund und Länder zusammenarbeiten und wo, ja,
insbesondere ein gemeinsames Lagebild erarbeitet wird, wo auch viel Technik investiert werden soll, um das sehr intelligent aufzubauen, wo das Ressourcenregister von Bund und Ländern erarbeitet wird. Sprich, die Hürden, die wir im föderalen System haben können, die müssen wir intelligent überwinden. Und das GKOP ist ein Modell. Ja. Und zu glauben, dass wir auf eine, weil ich die Frage gerade gelesen hatte, auf eine Verfassungsreform gehen müssten und die Zuständigkeit im Bund zentralisieren müssten, das führt uns zurück in alte Zeiten. Wir würden zwischen Bund und Ländern ewig streiten, aber letztendlich in der Sache nicht vorankommen. Viel besser ist, auf der jetzigen Grundlage mit dem jetzigen ZSKG sinnvoll voranzuschreiten, und wir sind derzeit auf einem guten Weg. Mhm. Gibt es Ergänzungen dazu? Gut, nächstes Thema. Wenn es keine weiteren Stimmen gibt, sind wir da ganz pragmatisch. Herr Professor Gerold, Sie sprechen in einer Publikation, wir hatten das heute schon, ich weiß, aber ich möchte da gerne noch mal nachhaken, welche Möglichkeiten Sie hier sehen, immer wieder auch darüber, dass politische Entscheidungen im Bevölkerungsschatz auch einen gesellschaftlichen Diskurs brauchen, also die Einbindung der Zivilgesellschaft. Das hatten wir heute auch schon auf dem Panel. Wie kann das Ihrer Meinung denn aussehen? Wie kann so etwas orchestriert werden? Also es gibt dafür natürlich keine pauschale Lösung. Die eine Sache ist es, sondern das, was sozusagen jetzt schon begonnen wurde, diese vielfachen Kommunikationsstrategien auf vielfachen Kanälen, die halte ich erstmal für grundsätzlich richtig und wichtig. Ich glaube, was wir einfach akzeptieren müssen, ist, dass wir selber und alle, die wir hier in der Runde sitzen, dazu beitragen müssen, dass dieser Dialog fortgeführt wird und dass eben die Zivilgesellschaft an diesem Dialog beteiligt wird. Das kann man machen über Bürgerdialoge, das haben wir letztens gerade für das BMBF mal gemacht, um mal zu hören, was sagen die Menschen denn zur zivilen Sicherheitsforschung? Was glauben Sie denn, wie könnten Sie sich selber da einbringen? Aber es könnte auch noch ganz viele andere, niederschwelligere Angebote geben. Ja? Also, dass man einfach auf eine Ausstellungsreise geht und über das informiert, was Wissenschaft tut, was Praxis tut, wie sieht denn der Bevölkerungsschutz aus? Ich glaube einfach sozusagen, dass wir müssen an dieser Vertrauensschraube drehen. Wir haben in allen Daten, die wir erheben, in den letzten drei Krisen, die hier auch diskutiert wurden, feststellen müssen, dass das Vertrauen in die Akteure auf allen Ebenen, egal ob Wissenschaft, Behörden, Politik und auch Hilfsorganisationen, rückläufig ist. Und daran müssen wir arbeiten. Und das können wir nur tun, indem wir uns präsentieren und auch kommunizieren und zeigen, was können wir gut, wo sind wir gut aufgestellt, wo haben wir Schwächen, wo muss es weitergehen und welche Rolle nimmt sozusagen jeder aus der Bevölkerung damit ein. Und das ist das, was am Ende des Tages unter dem großen Schlagwort Sicherheitskultur zu fassen ist. Wir müssen sozusagen eine neue Form der Sicherheitskultur haben, die einfach einen offenen Dialog führt, der dauerhaft geführt wird, der nicht nur ereignisbezogen aufs Podium kommt, sondern der auch in Nicht-Ereigniszeiten mal hervorgeholt wird, auch wenn es vermeintlich unbeliebt ist oder wenn es Vermeintlichkeit aus der Sicht eines Politikers vielleicht oder einer Politikerin eben dafür jetzt nicht die Öffentlichkeit gibt. Und das kann man eben tun, indem man zum Beispiel solche Bevölkerungsschutztage macht, indem man vielleicht noch weitergeht und wenn man mal so in andere Länder blickt, ich bin ein großer Fan der Sachen, die in Japan gemacht werden, ne? Da gibt es diese Safety Learning Centers, da gehen die kleinen Schülerinnen und Schüler schon ganz früh hin und werden vorbereitet auf das, was passieren kann. Die haben alle eine AR, also eine Augmented Reality Anwendung auf ihren Handys und können simulieren, wie es in ihrem Kinderzimmer aussieht, wenn das Wasser steigen würde oder wenn ein Erdbeben kommt. Jetzt haben wir keine Erdbeben, aber es gibt genügend Ereignisse, wo man sowas sozusagen implementieren kann. Also man muss das sozusagen zum Teil dieser Kultur werden lassen, dass wir mit Katastrophen und Krisen leben. Und da können wir, glaube ich, gut vorankommen. Danke für den Beitrag. Dann schnappen wir uns jetzt die erste Frage. Oder war das ein Griff zum Mikrofon, ein Signal, ich will was sagen? Also ich könnte noch einfach eine Erfahrung beisteuern. Ja. Ich habe in der NATO, als ich da gearbeitet habe, lange Jahre, habe ich oft den Dialog mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern geführt. Und da ist mir aufgefallen, dass etwa meine türkische Kollegin von vornherein ganz anders an Sicherheitsfragen heranging und wir haben lange darüber geredet. Ein wichtiger Punkt war, dass man, wenn man in der Türkei aufwächst oder wenn man in Israel aufwächst, auch als Beispiel, wächst man auf in einer Umgebung, wo klar ist, dass sie bedroht ist. Das ist nicht so, dass alle Nachbarn nett sind, und dass man, sondern man wächst auf mit terroristischen Bedrohungen, man wächst auf mit Nachbarn, die potenziell feindlich sein könnten.
oder es aktuell auch sind. Und das erzeugt eine andere Mentalität, ohne dass der Staat da viel machen muss. Das ist einfach so, dass es diese Mentalität erzeugt. In Deutschland, das dauert natürlich Zeit, in Deutschland wird es aber, das wäre meine Voraussage, auch insofern etwas anders werden, als eben jetzt nicht mehr diese natürliche, freundliche, liebe Nachbarschaft in dem Maße vorhanden ist, unmittelbar um uns herum ja, aber das russische Verhalten bedroht uns schon auf eine bisher nicht dagewesene Art und Weise und wird psychologisch in der Bevölkerung Spuren hinterlassen. Und zwar die Spur, dass wir etwas risikobewusster werden, dass wir uns daran gewöhnen, dass die Welt nicht ganz so nett ist, wie wir sie uns gerne wünschen würden. Also, wir halten fest, egal ob an Ihrem Beispiel jetzt oder Übungen in Japan, es ist wichtig, wie weit das überhaupt in unserem Wahrnehmungshorizont ständig aufhört, wie kontinuierlich und wie intensiv und stark die Themen in unserer Wahrnehmung auftauchen, egal ob wir in der Entscheiderposition sind oder in der Zivilgesellschaft. Und wir schnappen uns die erste Frage. Desinformation und hybride Bedrohungen nutzen Krisenzeiten aus. Wie bereiten wir Medien und Gesellschaft besser auf Krisen vor? Das hatten wir doch heute schon mal, oder? Ergänzung? Ja, vielleicht nur einen Satz dazu, damit die Frage jetzt nicht so im Raum stehen bleibt. In der Tat, ich glaube, dass Desinformation hybride Bedrohungen sind. Ein Teil davon ist ja auch die Desinformation, dass das natürlich eine Lebenswirklichkeit inzwischen geworden ist, haben wir heute schon angesprochen. Das heißt, wir müssen mit dem Umstand tatsächlich umgehen. Deswegen ist die Frage völlig berechtigt, wie bereiten wir uns darauf vor? Das ist eine neue Herausforderung, sich darauf vorzubereiten, und es gibt eine Reihe von Institutionen, Behörden und Stellen, die mit dem Thema jetzt neu umgehen und versuchen so ein bisschen uns dabei zu sensibilisieren für das Thema. Ich glaube aber, dass das noch nicht reicht. Ich glaube, dass wir da ganz am Anfang stehen. Ich glaube, dass das Thema in der Zukunft, in der näheren Zukunft, also nicht weit weg, uns noch viel intensiver ereilen wird. Wir erleben es, glaube ich, alle auch schon im Alltag. Und deswegen finde ich es wichtig, wenn es Institutionen gibt, die sich mit diesen Fragen viel besser auseinandersetzen und uns ein Stück weit Kompetenz vermitteln, in der Medienwelt eben auch mit Desinformation besser umgehen zu können, also erkennen zu können, wo Desinformation uns vielleicht negativ beeinflussen könnte. Das gehört mit, glaube ich, heute zur Resilienzsteigerung auch in dieser Gesellschaft. Ein Thema vielleicht für eine kleine General, bitte. Ich würde den Punkt gerne nochmal aufgreifen. Wir tun immer so, als wenn Hybridität irgendwo so für sich stehen würde. Aber Hybridität verfolgt ein Ziel. Also hybride Einflussnahme, hybride Angriffe verfolgen ein Ziel und sind ein Teil eines Ganzen. Wenn man sich anschaut, wo Hybridität bei uns wirkt, dann ist es auf den Schnittstellen, Herr Hübner, die Sie auch vorhin mit angesprochen haben, und ganz häufig auf der Schnittstelle zwischen innerer und äußerer Sicherheit. Und das, was wir machen müssen, und da bin ich völlig bei Ihnen, brauchen da keine Grundgesetzänderung, aber wir müssen uns dessen bewusst werden und müssen über die Schnittstellen, in diesem Fall zwischen innerer und äußerer Sicherheit, eine Brücke bauen. Und diese Brücke müssen wir institutionell, aber besser noch operationell so verankern, dass eben keiner mehr die Möglichkeit hat, auf dieser Grenze auch seinen Angriff oder seine Einflussnahme zu starten. Mhm. Danke, und Herr Professor Gerold, übrigens, wenn Sie was sagen möchten, einfach die Hand heben. Also Sie sind durch jederzeit mit einem Beitrag willkommen. Bitte schön. Ja, dürfte ich noch eine Kleinigkeit hinzufügen, und zwar den Gedanken, oder die Frage, wie bekämpft man dann Desinformation? Das Naheliegende ist vielleicht, die meisten werden denken, naja, indem eine autorisierte Quelle, der Staat oder sagt, nee, so ist es nicht. Ich würde dem widersprechen. Ich glaube, die effektivste Art, Desinformation zu bekämpfen, ist, ehrlich gesagt, von staatlicher, autorisierter und verlässlicher Quelle fortlaufend, nicht nur wenn irgendwas ist, sondern fortlaufend zu informieren, ein Narrativ zu haben, dem die Bevölkerung vertrauen kann, weil sie merkt, das ist offen, ist auch ein gewisses Maß an Selbstkritik da. Man ist sich gewisser Schwächen auch bewusst, gibt das auch zu, aber bietet Lösungswege oder Antworten an. Das ist die Art, die Kommunikation, die Vertrauen aufbaut. Und die muss man haben, nicht nur, wenn Desinformation da ist. Die muss man eigentlich jeden Tag haben, als Regierung, als Staat. Dann gibt es auch das Vertrauen, einer Desinformation sozusagen pari bieten zu können. Ja, Herr Dr. Hübner. Ich glaube, ich wollte da Herrn Mose nur zustimmen. Ich glaube, das ist ein ganz breites Thema, und wir brauchen einerseits ein klares Narrativ, also wir brauchen klare Botschaften, die
abrufbar sind, aber das Entscheidende ist, wir müssen auch dabei unseren Kindern anfangen. Also es muss in den Schulen, es muss ganz breit in die Gesellschaft gestreut werden, um überhaupt ein Bewusstsein zu schaffen, dass wir nämlich im Internet die ganze Zeit schon in einer sehr gefährlichen Welt leben. Nämlich wie Israel und der Türkei, dass man hier ganz schnell auf falsche Pfade kommen kann und ganz falschen Erzählungen auf den Leim gehen kann. Insofern, wir brauchen Ausbildung, wir brauchen Sensibilisierung und das geht auch für den Bevölkerungsschutz insgesamt. Wir müssen viel früher anfangen, wir müssen, wie auch der Professor Gerold schon festgestellt hat in Japan, dass Kinder dort auf Risikosituationen vorbereitet werden. Das machen die Hilfsorganisationen schon, die ja auch vertreten sind und die wirklich ganz großartige Arbeit leisten hier in Deutschland. Die gehen auf die Schulen zu, sie unterrichten Schüler, aber das müssen wir noch viel stärker machen. Wir brauchen wirklich einen Bewusstseinswandel. Herr Professor Gerold. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Also ich denke, wir sollten, was jetzt sozusagen Social Media und das Internet angeht, nicht nur die Gefahren eben unterstreichen, sondern insbesondere auch die Möglichkeiten sehen. Denn sozusagen die das für Desinformation nutzen, da können wir natürlich mithalten. Erstens, wie Herr Borose das gesagt hat und gesagt hat, wir müssen kontinuierlich sein. Ich meine, kurzer Einschub, wir sind natürlich im Bevölkerungsschutz die berühmten Late Adopter, was das Thema angeht. Wir haben lange gebraucht, um uns überhaupt auf dieses Themenfeld einzulassen, weil es eben zu kontrollierbar ist. Und immer der Gedanke vorherrschte, wir müssen die Deutungshoheit über die Kommunikation haben und die haben wir in Social Media längst verloren. Aber das Entscheidende ist, wir sollten viel mehr aktiv dazu auffordern, zu kommunizieren, anstatt zu fordern, nicht zu kommunizieren. Und zwar, indem wir selbst die richtigen und guten Botschaften liefern und darum bitten, diese zu teilen. Das macht man in Dänemark ganz aktiv, Kommunikationskonzept 3.0 nennen die das. Sie sagen, liebe Menschen, teilt unsere Vorschläge und wenn viele das teilen, dann sind sozusagen die Anteile derer, die Falschinformationen teilen, auch deutlich geringer und kommen gar nicht mehr so stark an die Öffentlichkeit und an die Oberfläche, wie wenn wir alle sozusagen das Richtige teilen. Herr Brömmer, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie uns gerade zuhören? Wenn ich mich auf einen Stromausfall freuen würde, was ich nicht tue, dann ist eins klar, das Internet fällt weg und damit dann auch die sozialen Medien. Das wäre mal ein völlig neues Erlebnis für viele, wie man dann kommuniziert. Und ich bin umsorgt, dass es immer wieder Menschen gibt, in der Politik, auch in der Verwaltung, die Angst haben, eine offene Kommunikation zu machen, weil sie sagen, wir wollen keine Panik verursachen. Und ich sehe das so, dass eine ehrliche Kommunikation, die muss natürlich auch empfängerbezogen formuliert sein, genau die Panik verhindert, die eintreten würde, wenn der Fall eintritt. Dann würden die gleichen Leute sagen, wieso habt ihr uns das nie gesagt? Und das ist natürlich eine Entscheidung, wie man das erklärt, aber ich plädiere sehr dafür, dass man diese Ängste mal über Bord wirft. Da wird von Hamsterkäufen gesprochen, wobei die Zoohandlungen längst ausverkauft sind und was weiß ich, was alles so gesagt wird. Ja. Gut, das ist ein Aspekt der Kommunikation, Panikmache deswegen, sich manche vielleicht nicht äußern wollen oder nicht so, sage ich mal, passend äußern. Und wenn sich die Fachleute nicht äußern, es gibt immer die selbsternannten Fachleute, die dann natürlich auf den Plan treten. Immer, in jeder Straße. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt dieser Kommunikation. Oder vom Verantwortung übernehmen oder was kommuniziere ich nach außen. Ne? Wir haben gesagt, Panikmache könnte eine Angst sein. Social Media treibt gewisse Richtungen ins Positive wie ins Negative. Aber hier sehen wir direkt zwei Punkte. Ich lese sie mal vor. Rausprüfen, Schuldigen finden, Untersuchungsausschuss. Müssen wir an unserer Fehlerkultur arbeiten? Also auch die Angst, selber gebasht, gedisst, wie auch immer wir es abgekanzelt zu werden, benennen wollen. Und Punkt Nummer zwei, wenn Krisenmanagement funktioniert, merkt es im besten Falle niemand. Wenn es schief geht, dann richtig, kann man mit Krisenmanagement überhaupt Lorbeeren gewinnen? Was mich stark an das Argument beim Thema Cybersecurity erinnert, wo es immer heißt, der Belohnfaktor fehlt quasi, weil eigentlich wird man nur dafür belohnt, dass vielleicht nicht so viel schief geht im besten Falle. Wie bewerten Sie diese Aspekte? Also könnte man eine andere Kultur rund um das Thema etablieren? Braucht es eine andere Kultur? Nur für die Kultur ist das BMI nicht zuständig, die BAGS auch nicht, sondern das sind wir alle. Wir alle leben und gestalten die Kultur.
Und da kann man nicht sagen, die anderen, sondern muss jeder auch in seinem Umfeld, das ist kleiner und größer, muss man sich darum kümmern, dass man mal zuhört. Der erste Schritt ist zuzuhören. Der zweite Schritt ist mal nachzudenken, was man verstanden hat. Und wenn man was nicht verstanden hat, fragen. Es wird aber gleich in die Kerbe gehauen. Das wird sehr schnell gemacht. Bitte. Ich finde es ganz wichtig, was Herr Brümmer auch vorher gesagt hat, das ist die Ehrlichkeit. Und das hat man, fand ich, sehr gut bei den Äußerungen von dem Landrat gesehen. Der hat von vornherein sehr klar kommuniziert, wir sind gehackt worden, also deshalb funktioniert erstmal nichts. Aber darüber hinaus hat er dann auch sofort unterrichtet, es sind Daten abgeflossen und die sind im Internet oder in Teilen des Internets verfügbar. Das ist der Super-GAU. Aber er hat sofort kommuniziert und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch um das Thema schon gefallen, um Vertrauen zu gewinnen. Denn ja, mit dem Bevölkerungsschutz und vielen Themen im Bundesinnenministerium kann man keine Blumentöpfe gewinnen. Das sind nicht schöne Themen, aber da geht es um Verantwortung. Ja. Das hat Herr Breuer schon gesagt. Es geht nicht um Zuständigkeiten, sondern es geht darum, dass wir Verantwortung für große Herausforderungen übernehmen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und deswegen geht es mir nicht darum, jedem Schuldigen zu finden, sondern es geht da verantwortlich darum, um die beste Lösung zu suchen und zu finden und dafür zu kämpfen. Ich würde vielleicht gerne den Blumentopf nochmal aufnehmen. Okay. Man kann Blumentöpfe gewinnen. Man muss nur richtig reinschauen. Wir gewinnen sie nicht mit Konzepten, aber wir gewinnen sie damit, dass was wir jetzt hier besprechen, dass das in einer Krise in die Umsetzung geht. Und es ist dann plötzlich, sind es die Familien, die vielleicht nicht aus ihrem Haus ausziehen müssen, weil das Hochwasser kommt, sondern weil wir rechtzeitig reagiert haben. Es sind die, die geschützt worden sind, weil ein Abstrichzentrum oder weil ein Impfzentrum mit aufgebaut worden ist. Es sind die, die Dankbarkeit zeigen, weil ihr Dorf in einem Waldbrand nicht evakuiert werden musste, sondern weil man rechtzeitig dort auch Kräfte mit hineinschicken könnte. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, wenn wir uns fragen, warum tun wir das eigentlich hier? Nicht Konzepte. Und da müssen wir ganz schnell weg. Operationalisierbarkeit. Wir sind die Meister von Konzepten. Wir schreiben Konzepte, damit wir Konzepte nicht schreiben müssen. Wir müssen es in die Umsetzung bringen. Darum geht es hier. Und wir müssen so etwas von unten nach oben aufwachsen lassen. Möchte ich antworten? Ich weiß, Herr Dr. Hübner, Sie kommen sofort ran, aber ich weiß, Herr Bruse, Sie wollen auch die ganze Zeit was sagen. Nicht die ganze Zeit, aber manchmal. Mit dem Mikro. Nein, das gehen wir direkt. Aber ich würde gerne in der Tat noch einen kleinen Satz beitragen, der da lautet, die Bereitschaft von Mitarbeitern jedweder Organisation, Verantwortung selbst zu übernehmen, sehe ich vor allem auch als eine Führungsaufgabe derer, die diese Organisation leiten. Denn man kann als Leiter eher die Angst erzeugen, wenn du daneben haust, Freund, dann bist du fällig. Man kann auch sagen, wer hier pflichtgemäß sozusagen Ermessen walten lässt und das richtig alles prüft und zu dem Ergebnis kommt, ich mache A und A geht schief, aber die Prüfung war okay und nicht fahrlässig, den decke ich und sage, es kann mal was schief gehen. Das ist eine ganz andere Art zu führen. Beide Stile gibt es, aber ich glaube, da gibt es in Deutschland auch einiges umzulernen. Also dieses mit Angst führen ist doch zu verbreitet, nach meinem Gefühl. Das ist aber auch voll old-fashioned, mit Angst zu führen. Ne? Ja, aber. Herr Dr. Hübner. Ich glaube, was der Breuer gesagt hat, ist ganz wichtig. Also wenn man im Einsatz ist und Menschen unmittelbar helfen kann, dann wird das auch unmittelbar wahrgenommen. Aber wir müssen ja im Bevölkerungsschutz, und das ist der erste Punkt auch im Programm von Frau Bundesinnenministerin Faeser, wir müssen immer vorbereitet sein. Das heißt, wir müssen im Vorfeld schon Gefahren erkennen und dann auch entsprechend handeln. Und da müssen wir im Zweifel sehr viel Geld in die Hand nehmen. Und wir investieren dann sehr viel Geld in Strukturen, die wir hoffen, nie zu brauchen. Und jetzt im Ahrtal zum Beispiel ist es ja so, dass man überlegen muss, ob man an der Stelle wieder die Häuser aufbaut, wo es war. Und diese Entscheidungen sind oft gar nicht so angenehm. Und für die Menschen, die dort leben und die dort schon immer gelebt haben, schwierig. So meinte ich das. Strukturen neu zu schaffen, ist bei Zeiten schwierig. Und in die Prävention zu investieren, gegenüber Haushaltspolitikern erst recht. Wir haben heute immer wieder den Begriff Lernen und voneinander lernen gehabt. Wir leben im Zeitalter des lebenslangen Lernens. Sie sprachen gerade davon hier irgendwo in der Runde, Kinder in Japan, wir müssen schon früh anfangen, dass alle lernen. Umgekehrt gefragt,
Wir haben jetzt immer wieder diese gleiche Diskussion aus verschiedensten Aspekten, ja, Kultur und Kommunikation im Krisenmanagement. Brauchen diejenigen in den Entscheiderebenen vielleicht neue Skills, da wir in neuen herausfordernden oder auch sich weiterentwickeln und schlichtweg weiterentwickelnden Zeiten leben, brauchen wir vielleicht einen großen, ich nehme jetzt mal eine bolde Headline, einen großen neuen Schulungsansatz zum Skill-Training, weil sich die Zeiten geändert haben und wir kommen mit dem nicht weiter, so wie wir es immer gemacht haben. Nein, Herr Generalleutnant Breuer, Sie schütteln massiv den Kopf. Massiv war es nicht, aber so ein bisschen schon. Ein bisschen, okay, ein bisschen. Ja. Ich glaube, wir haben immer wieder die gleichen Mechanismen auch in Krisen, okay. Auch die gleichen Phänomene bei Krisen. Ja. Wir können uns gar nicht darauf einstellen, was als nächstes kommt, weil es einfach zu differenziert ist. Wir müssen dazu kommen, dass wir ein Set von Tools haben, mit dem wir im Grunde genommen jede Krise lösen können. Mhm. Und darauf müssen wir unsere Leute schulen. Also je spezifischer wir werden in einer Schulung auf eine mögliche Krise, umso weniger erfolgreich werden wir am Ende sein. Ich verstehe, was Sie meinen. Ich meine aber eher übergeordnete Schulungen, sowas wie Umgang mit, was weiß ich, Technical Devices oder Dateninterpretation oder das hatte ich jetzt mal vorausgesetzt, ja. Okay, gut. Ich sehe, das Krisenmanagement ist bislang so ein Spezialgebiet bei der Polizei, bei der Bundeswehr, im Katastrophenschutz. Ja. Mit Stäben, mit Stabfunktionen. Das ist für jeden, der nicht aus dem Gebiet kommt, ein Buch mit 7 Siegeln. Versteht er gar nicht. Wenn wir also erwarten, dass das Krisenmanagement auch in allen Ressorts mindestens mal mitgemacht wird, dann muss man sich überlegen, stimmt diese Art des Krisenmanagements, dieser formalen Geschichte, oder ist das richtig und bleibt auch immer das Rumpfkonzept und wird dann immer ergänzt durch Leute, die nicht diese großen speziellen Schulungen haben, was ist, macht die Stabsfunktion S7 und S5 und S3 und S2, sondern wie kann man das auch anders organisieren? Also da müssen auch sich mal die Katastrophenschützer fragen, ob sie sich nicht ein Stückchen öffnen können. Denn zurzeit, das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, die Flüchtlingskrise wird jetzt von den für Sozialbehörden Zuständigen gemacht. Was haben die denn für eine Krisenstabserfahrung? Null. Das Gesundheitswesen. Also mal von der Bundeswehr abgesehen, dass Ärzte was organisieren können, das wäre für mich eine völlig neue Erkenntnis. Ich sage das mal sehr pauschal, wohl wissend, dass es dann auch Ärger geben kann. Aber es gibt ja Leute, die können das. Lass die das doch mal wenigstens mitmachen. Also das Krisenmanagement muss ressortübergreifend besser organisiert werden. Und es fängt im Kanzleramt an, wie schon geschehen, und muss bis in die kleinste Gemeinde runtergehen. Herr Tiesler. Ich habe das versucht, in meiner Rede auch schon so ein bisschen am Anfang zu adressieren. Ich glaube auch, dass es nicht darum geht, dass wir ein neues Paket von Skills brauchen. Also das glaube ich jetzt nicht, sondern es geht darum, dass die Skills, die nötig sind, da bin ich bei Herrn General Breuer und auch bei Herrn Brömme, dass die, die uns ja auch bekannt sind und erfolgreich angewendet werden, auch in die Köpfe gebracht wird, die im Krisenmanagement eine Verantwortung haben. Und das bedeutet eben auch, dass wir in die Verwaltungsstäbe mit hinein müssen, also dort hinein müssen, auch in Organisationen, Behörden, Ressorts hineinkommen müssen, wo Menschen eben heute mit Krisen besser umgehen lernen müssen, weil krisenhafte Entwicklung erleben wir inzwischen als dauerhafte Entwicklung oder eben nacheinander weg in immer größerer Häufigkeit. Das heißt, da ist der Auftrag ganz einfach da, in solchen Situationen besser mit der Krise umgehen zu lernen. Und insofern sehe ich das als eine Aufgabe an, dass man tatsächlich diese Ausbildung verpflichtend macht, dass jeder diese Fähigkeiten, die dafür nötig sind, die Instrumente, die Strukturen, die da sind, kennenlernt. Danke, Herr Moritz. Also ich habe eine Frage dazu, die ich mir selber stelle und auf die ich nicht sicher bin, wie die Antwort lautet, nämlich die, gilt das, was wir jetzt gesagt haben, wo ich grundsätzlich auch übereinstimme, gilt das auch für den Cyberraum? Also ich selber wäre nicht zuversichtlich, dass ich, wenn ich irgendwie Krisenmanagement jetzt machen müsste in einer konkreten Situation, und das wäre eine vor allem im Cyberraum abspielende Krise, dass ich die Kompetenz hätte, das zu beherrschen. Also dazu gehört, glaube ich, mehr als die meisten in ihrer bisherigen Ausbildung so mitbekommen haben. Insofern ist das vielleicht schon ein bisschen ein spezieller Fall, den wir aber brauchen werden. Würde ich aufgreifen wollen und vielleicht in Teilen einen anderen Aspekt mit hineinbringen wollen. Als ich gefragt worden bin, ob ich den Corona-Krisenstab leiten kann, war ich auch kein Arzt.
will damit sagen, es ist die medizinische Fachexpertise oder das, was drumherum gekommen ist, ist vielleicht zu den Skills des Krisen oder desjenigen, der sich schon mal mit Krisen beschäftigt hat, ist vielleicht dort mit hinzugekommen. Vielleicht brauchen wir beides. Ja. Vielleicht brauchen wir kluge Köpfe mit beiden Aspekten. Und dass man dann jemanden hat, der Krisen kann und vielleicht dann jemanden, der das Fachliche kann. Ich würde es noch unterstreichen, ich würde Hackern ungern das Krisenmanagement überlassen in der Verwaltung, wenn es darum geht, die Situation zu lösen. Das heißt, es muss am Ende wieder das passieren, was wir auch heute hier gemeinsam, glaube ich, immer wieder gesagt haben. Die verschiedenen Fähigkeiten, die verschiedenen Professionen, die da sind, die müssen eben an den Tisch zusammenkommen. Und Krisenmanagement-Fähigkeiten sind eben auch Spezialfähigkeiten, die kombiniert damit diesen fachlichen Fähigkeiten den Erfolg am Ende garantieren. Ja. Ganz kurz, wir sind gleich durch mit der Zeit. Bitte schön, Herr Doktor. Ja, Herr Breuer hatte angesprochen, die Instrumente, und ein Instrument ist natürlich ein Krisenstab. Und das ist ganz wichtig, dass man in großen Krisen unterschiedliche Stäbe hat. Wir sind in Deutschland sehr breit aufgestellt. Herr Thiester hatte schon gesagt, es kann ganz unterschiedliche Arten von Krisen geben, auf unterschiedlichen Ebenen. Aber wichtig ist, dass derzeit die Krisen sektorübergreifend sind und auch typischerweise länderübergreifend. Das heißt, wir brauchen eine ganz große Kooperation. Und da brauchen wir enorme Fähigkeiten, die nicht nur klassisch Krise bedeuten, ich kann Krise, sondern ich brauche enorme Kommunikationsfähigkeiten. Ich finde das Angebot von Herrn Breuer unheimlich gut und wir sind uns im Ziel ganz einig, dass es wichtig ist, dass wir in einem Krisenstab Entscheidungen brauchen, letztendlich von den verantwortlichen Trägern. Ich glaube aber persönlich, ich kann da aber nur für mich persönlich sprechen, dass das in die Ressorts rein muss, der Krisenstab, wo sie auch fachlich hingehören. Typischerweise ist das bei ganz vielen Krisen das Bundesinnenministerium, es sind auch zum Teil andere Fachministerien, da gibt es dann gemeinsame Krisenstäbe. Ich glaube, jeder sollte fachlich da wirken, wo er es am besten kann, denn es kann am Ende auch nicht sein, dass von oben nach unten entschieden wird, sondern wir müssen es gemeinsam tun, Ebenen ranggleich. Und deshalb, glaube ich, ist der Ansatz, das in den Fachministerien zu haben, sehr gut. Dankeschön. Wir kommen langsam in die Abschlussrunde. Ich habe eine Frage, die möchte ich reingeben und bitte Sie nur um eine Ja-Nein-Antwort. Uns fehlt die Zeit zur Begründung, aber vielleicht mal ganz spannend. Und zwar, braucht Krisenmanagement einen ethischen Beirat, der die Maßnahmen gegen Grundwerte abwägt? Ja oder nein, Herr Professor Gerhold? Ja. Herr Dr. Hübner. Nein, das ist eine politische Aufgabe. Jein. Nein. Jein. Jein, ah, okay, es wird spannend. Kommt drauf an, als Jurist würde ich es kommen. Ja, drauf an. Wir bringen das nachher ins Pausengespräch, bitte. Verantwortung der Politik. Nein. Nein. Gut, das ist doch eine schöne gemischte Runde. Und wir kommen in einen finalen Satz. Was hat sich beim Krisenmanagement bewährt? Was sollte besser laufen? Was nehmen wir jetzt mit raus nach all diesen Gesprächen, die wir hier hatten? Vielleicht in einem kurzen, knackigen Statement. Fangen wir wieder bei Ihnen an natürlich. Der externe Gast darf gerne beginnen, Herr Professor Gerhold. Ja, was hat sich bewährt, ist, glaube ich, der Austausch und das Gemeinsame. Also miteinander reden, miteinander gemeinsam überlegen, wie können Antworten aussehen. Und ich glaube, es hat sich bewährt, sich auf unsere Bevölkerung auch verlassen zu können. Das, den sozialen Zusammenhalt zu stärken, ist die wichtigste Ressource, die wir in jeder Krise haben. Und wenn wir das weiter tun, dann werden wir auch die zukünftigen Krisen irgendwie meistern können. Was hat sich bewährt, was sollte anders werden in einem Satz, Herr Dr. Hübner? Wir müssen stärker ausbilden. Und die Hilfsbereitschaft in Deutschland und die Kooperation von Bund und Ländern in Krisen ist großartig. Dankeschön. Herr Thiesle. Ja, ich glaube auch, dass sich bewährt hat, dass wir uns auf die Bevölkerung besser verlassen können, als wir gedacht haben. Die Solidarität ist da sehr groß und da würde ich auch in Zukunft aufsetzen wollen. Herzlichen Dank. Ich habe das Gefühl, Deutschland kann Krisen besser als gedacht. Wir können ein gewisses Selbstbewusstsein insofern auch haben, dass wir es schaffen, Krisen zu überwinden. Aber wir sollten, die Politik sollte mehr Gewicht auf gute Kommunikation legen. Das ist noch nicht da, wo wir hingehören. Ja. Bewährt hat sich an vielen Punkten die Kommunikation, die schon oft auch kritisiert wurde. Aber nicht alles war schlecht. Nicht bewährt hat sich die mangelnde Bereitschaft, auch mal über Fehler zu sprechen. Also sprich Fehlerkultur.
Dankeschön. Ich würde den letzten Satz ganz weit zurückwerfen und einen alten Griechen zitieren dazu. Die Weisen haben die Aufgabe, die Krise, die nächste Krise vorauszusehen. Die Tapferen haben die Aufgabe, sie zu lösen. Und jetzt mein Satz, wir müssen beides sein, weise und tapfer. Wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank erstmal, Herr Professor Dr. Gerhold, dass Sie sich heute zugeschaltet haben. Alles Gute für Ihre Genesung. Vielen herzlichen Dank. An Herrn Dr. Hübner, an Herrn Tiesler, an Herrn Generalleutnant Breuer, an Herrn Brömmer, an Herrn Brose und haben wir alle? Oh, habe ich wen vergessen? Nein, wunderbar. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Dann bleiben Sie bitte alle gemütlich sitzen und ich möchte für die Abschlussworte noch einmal an Herrn Tiesler und an Sie, Herr Dr. Hübner, übergeben. Herr Tiesler, wenn Sie so freundlich sind. Ich glaube, ich überlasse das erste Sie Wort. Sie möchten gerne, das ist ja eine Kommunikationskultur par excellence, bitteschön. Zauberhaft. Ja, also vielen Dank erstmal an alle Diskutanten, an die ganzen Teilnehmer dieser Veranstaltung und vor allen Dingen an Sie, die Zuhörer, und herzlichen Dank an Sie als Moderatorin. Es ist für uns oder für mich ist sehr deutlich geworden in dieser ganzen Diskussion, dass wir sehr stark Kooperation in den Vordergrund gestellt haben. Kooperation ist unheimlich wichtig zwischen Bund, Ländern, aber auch innerhalb der Bundesregierung. Ich finde es sehr bereichernd, unterschiedliche Aspekte, unterschiedliche Meinungen auch zu hören und dafür eine gute Lösung zu streiten. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt gewesen. Dankeschön. Ja, ich möchte mich natürlich auch bei allen gerne bedanken für die Teilnahme hier und für die interessanten Fragen, die gekommen sind. Wir konnten nicht alle aufgreifen und beantworten, aber da waren sehr spannende dazwischen. Ich bedanke mich bei allen für die Mitwirkung, bei Ihnen natürlich auch für die tolle Moderation des Ganzen. Aber ich möchte nochmal auf zwei Dinge besonders fachlich eingehen. Das eine ist, wir haben heute sehr viel über Kommunikation gehört. Und Kommunikation ist auch das Leitmotiv, glaube ich, für uns alle hier heute gewesen. Wir haben kommuniziert miteinander über die Erfahrungen, die wir gemacht haben in den letzten Jahren. Nicht in allen Punkten haben wir, glaube ich, abschließend uns austauschen können. Es gibt auch noch einige mehr, über die man reden kann. Aber das Thema Kommunikation ist auch eins, das, glaube ich, uns in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen muss, denn es hat was mit Zusammenarbeit zu tun, es hat was mit Gemeinsamkeit zu tun, es hat auch was mit der Bevölkerung zu tun, mit der wir viel intensiver uns, glaube ich, austauschen müssen. Und ich möchte ganz gerne so ein bisschen zusammenfassend Herrn Botschafter Brose zitieren, der gesagt hat, wir müssen ein bisschen mit der Krise leben lernen. Ich finde den Begriff besser als die Krise als normal zu bezeichnen. Also so möchte ich eigentlich ehrlich gesagt nicht mein Leben führen, dass ich permanent einen Krisenmodus mich befinde, sondern es geht eigentlich darum, dass wir, glaube ich, heute ein Stück weit gelernt haben, wie wir besser Kompetenzen entwickeln, mit Krisen umgehen zu können. Und ich finde, das ist ein gutes Ergebnis für diese Veranstaltung. Wunderbar, danke Herr Hübner und danke herzlich nochmal an alle Speakerinnen und Speaker des heutigen Tages. Danke natürlich auch an die Veranstalter des BBK und des BMI, die uns heute alle zusammengebracht haben. Und natürlich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Sie online sowie hier an die Gäste, dass Sie teilgenommen haben und vor allen Dingen, dass Sie wirklich so rege und lebendig mit uns hier diskutiert haben. Herzlichen Dank dafür. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben es eingangs gesagt, das waren einige meiner ersten Worte. Die Themen, über die wir heute sprechen, sind wichtig. Nicht nur das, sie sind auch dringlich. Wir müssen ins Handeln kommen, sie gehören ganz oben auf die Agenda. Insofern hoffen wir, dass Sie Impulse mit nach Hause nehmen, dass Sie nicht aufhören zu denken und zu diskutieren. Tragen Sie es mit raus und über Reden steht Handeln. Und deswegen hoffen wir natürlich alle, dass Sie bei der LÜKEX dabei sind. September 2023 organisiert vom BBK. Dann können wir auch noch mal ins Handeln kommen. In diesem Sinne vielen, vielen herzlichen Dank. Wir wünschen Ihnen einen zauberhaften Abend jetzt noch. Herzlichen Dank, dass Sie alle dabei waren. Tschüss. Dankeschön. Danke. Einen kleinen Moment.